Go. Es ist schon wieder Montag. Hier ist der Flashback. Mit Mr. Trashback. Daumen hoch, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro. Jetzt kommt. Er hat nicht mal damit gelogen, dass heute Montag ist. Schon wieder. Für uns zumindest. Welcher Montag ist es? Ja. Es ist für uns der Montag der 13., der 3., 10. Ja. Und zwar, ja, der Tag der Deutschen Einheit, an dem Tag nehmen wir heute auf. Wann die Folge erscheint, wissen wir jetzt noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, es wird diese Woche geschehen. Womit jetzt jeder Fan sich denken wird, oder jeder Zuhörer, wie auch immer, wird sich jetzt denken, was labert der? Die Folge, nächstes Jahr, in einer Woche wahrscheinlich. Ja. Nein, ja. Soll jetzt mal keine Rolle spielen. Wir nehmen heute eine, ich sag mal, normale Folge auf, die halt klassisches DSF, wir reden einfach über alles, was in letzter Zeit passiert ist. Unter anderem, und das soll unser erstes Thema sein, ist ja so eine alte Frau gestorben. Ja, so eine deutsche Rentnerin, ja. Ja, die Queen. Ja. Ach, das war eine deutsche Rentnerin. Ja, letztendlich ja schon. Die, soweit ich weiß, ja bis jetzt hier die Person mit dem besten hier Erbanspruch auf Karl den Großen war, ja. Okay. Ja, ich hab gehört, dass sie auch irgendwie direkt vom Propheten Mohammed abstammen soll auf einer Linie, ja. Bla bla bla. Also. Oh Mann. Ja, nee, okay, aber ich meine, adlige Versippung. Ich meine jetzt, Queen is dead, long live the king, so in die Richtung. Naja, ja, richtig. Jetzt haben wir halt King Charles III. Ich hätte ja King George VII. Besser gefunden. Also, ich hätte gleiche Person, anderer Name. Königin. Charles III. ist lustig für die schon mal so ein bisschen was von englischen Serien gehört haben, weil es da halt ein Theaterstück, was auch verfilmt worden ist, wo halt das Szenario quasi durchgespielt wird, die Mutter von ihm stirbt halt und er wird König und löst dann aufgrund eines Gesetzes irgendwie das Parlament auf und regiert dann kurzzeitig quasi als absoluter Monarch, bevor er zurücktreten muss. Wie sagt man das? Hey, manchmal imitiert das Leben die Kunst. So, aber ich möchte meinen Take jetzt dazu loswerden. King George wäre natürlich gut gewesen, weil wir ja alle Amerika hassen, bekanntermaßen, ist ja die neue Leitlinie. Aber gut, man muss halt sagen, das war natürlich wieder ein riesen Event. Man muss halt sagen, die war halt wirklich schon alt und demnach war ihr Tod in dem Sinne gar nicht mal groß überraschend. Interessanter ist natürlich nicht, dass sie gestorben ist, sondern was das politisch bedeutet, falls es überhaupt absolut irgendwas bedeutet. Ja. Und ich bin ja der Meinung und Überzeugung, dass es, glaube ich, politisch gar nichts groß bedeutet. Also ich denke, also Pönsken hatte dazu auch einen Artikel verfasst bei Tagesstimme, Konflikt, was auch immer. Im Sickle-Imperium sozusagen, wo er eben das Ende des 19. Jahrhunderts betitelt hat. Und so könnte man das eigentlich auch nennen. So. Also England verabschiedet sich jetzt letztlich aus der Weltgeschichte, könnte man feststellen, mit dem Tod der Queen. Ich meine, diese Frau hat ja noch miterlebt sozusagen, ich glaube, der erste Premierminister, mit dem sie auch zu tun hatte, war halt Churchill. So. Das ist korrekt, ja. Also ich würde eher sagen, sie ist halt so das Bindeglied vom 20. zum 21. Jahrhundert gewesen. Und jetzt, wo sie weg ist, sind quasi all diese Verbindung, quasi diese Ketten, Verkettung und so weiter zum letzten Jahrtausend komplett quasi beendet, sage ich jetzt. Ich meine, es ist ja schon interessant, was quasi in den letzten zwei Monaten Großbritannien so an Symbolcharakter-Momenten passiert ist. So. Also Boris Johnson tritt ab und es kommt dann zur Wahl zwischen einem Inder und einer Frau sozusagen als Premierminister. So, das erste Kabinett, was von den Tories gestellt wird, was sich auf die Fahne schreibt, dass keine weißen Männer darin vorkommen. Also vielleicht noch etwas symbolträchtiger, weniger aussagekräftig. Vielleicht ist dann das also im Zug, der den Sarg getragen hat, dann also ein schwarzer Offizier mit vorkommt. Ja. Also das ist, man merkt ja schon, dass ich glaube, England ist jetzt einfach vorbei. So, das, also dieses Kapitel Menschheitsgeschichte. Das, was unsere Volksgenossen stets als Stoßgebet auf den Lippen sozusagen hoch zum Herrn gesendet haben. Also, mit Gott. England sozusagen ging in Erfüllung, ja. Ich weiß nicht, ihr habt es schon genug gestraft. Also ich verstehe das auch nicht ganz. Das ist eigentlich auch der Punkt, der mich am meisten stört an der ganzen Sache, ist, dass auch Leute, die sozusagen ansonsten hochverdient sind, auch in unserem Lager und so weiter, dann
wahrscheinlich, weil man es so oft auf Kneipen im Inoffiz gesungen hat oder so, dann jetzt auf einmal sehen, aha, jetzt hier sieht man wirklich, wie Gott England straft und so weiter. Und dann kann man denen es irgendwie so durch Häme heimzahlen für Dresden oder was auch immer, wo man sich in eine Front stellt mit Iren, Nigeriern, Indern und so weiter. Iren und Nigerianer sind ja letztendlich auch sehr ähnlich. Sozusagen der vereinigten farbigen Weltrevolution, ja, der Front der farbigen Ratten sozusagen, auf dessen Seite man sich dann stellt, also für halt ja, irgendwie ich so meine, deutsche mir also persönlich verschafft es jetzt auch keine Genugtuung zu sehen, wie jetzt England, weiß ich nicht, leidet und stirbt, im Gegenteil, also da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, und was ja, glaube ich, immer wieder mal Thema war, wenn es halt irgendwie jetzt muss ich kurz schauen, wie man das formulieren kann, also wenn halt in England sagt man ja Asians, ja, also sprich halt arabische, ja. Araber und so was auch immer, sich da halt in den bekannten Aktivitäten, sage ich mal, engagieren und sich dann eben zum Beispiel an Weißen, was auch immer, ja, vergehen, ja, muss man ja, dazu sagen. Ja, dann gibt es ja die Leute, die halt sagen, dass die das gut finden, so, oder nicht gut finden, oder die halt sagen, ja, das betrifft die nicht oder was auch immer. Wobei man natürlich da dazu sagen muss, dass es ja eben dieses allgemeine Phänomen ist, das die gesamte westliche Welt letztendlich betrifft, und ich deswegen schon da, weil mich da jetzt nicht daran erfreuen kann, dass das irgendwelchen anderen Ländern wie uns eben auch passiert. Die Queen oder die Königin von England ist halt so ein bisschen ja auch Symbolfigur, sag ich mal, für die Reste dieser, sag ich mal, germanischen, also westeuropäischen Staatstradition, so, die halt die steht noch für diese alte Welt, und die Farbigen feiern das ja nicht nur sozusagen, weil dort der konkrete Anlass wäre, dass sie mal von England beherrscht worden sind, was, muss man ja sagen, eine sehr angenehme Herrschaft auch war. Also was haben die Briten denn von denen verlangt, außer dass sie Steuern zahlen und das Maul halten? Also so ein bisschen Blödsinn ist ja natürlich schon in Indien passiert. Gut, ja, das ist halt so dieses Altland. Dass es in Indien eine Hungersnot gibt, das ist der wortwörtliche Sack Reis, der umfällt, ja. Also dass Indien existiert, setzt das schon voraus. Aber Kolonialismuskritik von rechts halte ich auch für sehr, sehr seltsam. Also, ja, Kolonialismus macht halt jeder, der es kann, so, und so, das ist... Ja. Und klar, also, das ist... Farbigen feiern das ja auch, weil dort sozusagen das weiße Europa sozusagen, das weiße, der nordeuropäische Mann, der sozusagen in die Welt herausgefahren ist, um sich die Welt untertan zu machen, das stirbt sozusagen. Ja, genau. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, eben mit sie greifen zwar, was weiß ich, England an, in Anführungszeichen, aber sie meinen uns alle, ist ja immer so eine Phrase, wenn eine politische Gewalt zum Beispiel vorkommt oder was weiß ich, sagen sie ja, sie haben zwar nur diese eine Person angegriffen, aber sie meinen uns alle, und letztendlich ist es halt so, ich meine, also allein schon sowas wie Black Lives Matter zum Beispiel, die machen halt, die entehren ja letztendlich alles, was eben für die weiße Welt, wie du es jetzt sagst, steht. Und da sind wir halt auch Teil davon eigentlich. Sie greifen vielleicht General Lee an, aber die Schwarzen, die sich daran auch in der Bundesrepublik orientieren, die meinen natürlich nicht nur jetzt irgendeinen Südstaaten-General, der irgendwann mal meinte, dass Schwarze auch als Sklaven zu gebrauchen sind oder sowas. Und ich meine, ich finde das auch sehr komisch, dass sozusagen auf der einen Seite die Häme ist und gleichzeitig aber jetzt ja diese, also in etwa erzwungene Renaissance von Tolkien auf der rechten stattfindet, ja, aufgrund dieser Amazon-Serie. Und man sich doch denken muss, also dieses ideell dargestellte Königtum, was dort von Tolkien verherrlicht wird, das ist das englische Königtum. Das ist das, was dort gerade zur Schau gestellt wird. Der hat nicht bei Aragorn sozusagen an irgendein abstraktes Königtum gedacht, sondern er dachte sich schon an seine eigene Monarchie so, und die wird gerade zu Grabe getragen. Die deutsche Königin Weil du es jetzt, kann ich kurz einschreiten, wenn du es jetzt mit Herr der Ringe ansprichst, oder mit Ringe der Macht, wie es ja eigentlich, wie man vielleicht sagen sollte, je nachdem, haben wir gar nicht auf unserem Programm heute stehen, aus dem ganz einfachen Grund, dass es schon lang und breit totgetreten wurde von allen Leuten und jeder weiß, was es damit auf sich hat. Aber in diesem Zusammenhang, weil du sagst, es erlebt eine Renaissance, sozusagen sich auf Tolkien so zu berufen, das wird ja dann witzigerweise immer in so einem europäischen Kontext dann geframed, ja, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen die Leitlinie mittlerweile ist hier, Stichwort, ja, Jung Europa oder was auch immer, der europäische Solidarität, das kam ja auch mit der Idee schon. Also
Sei mal so dahingestellt, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, dass das eben so ja, europäisch, als europäisch dargestellt wird, was es ja auch ist letztendlich, aber es ist halt Englisch, ja. Englisch ist halt auch europäisch letztendlich. Also, es ist im breiteren Rahmen germanisch, oder sagen wir mal keltisch-germanisch eigentlich, und im engeren Rahmen ist es Englisch. Also Tolkien ist ja sozusagen als Philologe da herangetreten und hat gesehen, dass die Engländer keinen eigenen Nationalmythos haben, wie jetzt das Nibelungenlied oder das Beowulf-Lied für die Dänen oder sowas. Und deshalb hat er sich eben gedacht, den könnte man selbst schaffen. Und deshalb hat er letztlich sozusagen aus all diesen germanischen und dann eben auch zum Teil keltischen Erzählungen das herausgezogen, was also dort in seine Geschichte hereingepasst hat, seien es jetzt Zwerge oder Elfen oder also bösen oder, Menschen aus dem Süden. Ja, oder eben genau, dass eben die Feinde sozusagen der Männer des Westens, wie es ja auch dort heißt, direkt dann eben Orks sind, was eben degenerierte Elben sind, also seinerzeit dann wahrscheinlich die Russen damit gemeint, obwohl das ja auch immer eine Frage ist, was damit genau meint ist. Und dann die bösen Menschen, die sozusagen korrumpiert worden sind, sind ja dann die Ostlinge und die Haradrim, die aus dem Süden kommen und die dann auch als Mongolen bzw. Araber dargestellt werden. Und das alles ist eingebettet, also in diese quasi Neuerzählung des katholischen Weltmodells, ja, wo man dann eben den obersten Gott hat, der dann eben als einziger Schöpfer ist. Dann hat man Morgoth als Satanersatz und so weiter und dann auch sozusagen das Gegenstück von Engeln und Heiligen. Also das darf man eben auch nicht vergessen. Mein Nationalmythos ist ja Skyrim, wollte ich nur mal gesagt haben. Genau, das ist dann das Gleiche für Amerikaner sozusagen. Nochmal der andere Nationalmythos. Aber ich dachte, bei dir wäre es eher Morrowind. Ja gut, ich sehe ja Skyrim als eigenständiges Spiel und sage, dass ich warte ja auf Skyrim 2, weißt du? In Deutschland ist es ja Gothic 2. Ja, genau, ja, richtig. Nee, Morrowind ist ja Skyrim quasi. Der Kanon ist ja letztendlich, ist ja dieselbe Ding da, ja. Ja. Ja, aber das darf man auch nicht vergessen. Also ich hatte jetzt einmal dort einen Artikel gelesen, in dem dort auch davon gesprochen wurde, wie europäisch das sein würde. Also bis auf die Tatsache, dass eben dort die Numenorianer als sozusagen die Atlanta dieses Universums auftreten, was ja sozusagen griechischer Mythos ist, also primär. Von welchem Universum reden wir jetzt? Bei Tolkien. Okay. Fällt mir da eigentlich nichts groß ein, was außerhalb sozusagen Nordeuropas vorkommen würde, Nordwesteuropas. Also das sind eigentlich nur keltische und germanische Elemente und jetzt nicht gesamteuropäische, wenn man das so nennen will. Du hast die Völkis repräsentiert durch die Hobbits. Genau, die. Gut, ja. Gesamteuropäisch ist halt so eine Sache. Das ist ja interessant, weil ja sozusagen so. Das ist diese Vision vom Shire, wie es im Englischen heißt, ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen... Auenland. Im Auenland, genau, dass der Tolkien da explizit gesagt hat, er denkt da an seine Heimat. Das ist das Merry Old England, an was er da denkt, sozusagen. Ja, das sind halt die Leute so aus den kleinen Orten. Ich meine, das vor allem, ich meine, wo ist er aufgewachsen? Ich weiß gar nicht genau. Aber es sind ja sehr, also aus dem aus der britischen Sicht sind das ja sehr, sehr fast schon walisische Eigenschaften, die Hobbits haben. Ja. Bevor wir jetzt sowas. Das sind vielleicht durch die Bauern dort, also als es noch diese Commons gab, vor Heinrich dem Siebten, glaube ich, ist das ja, wo die dann zum Protestantismus übertreten und die anglikanische Kirche gründen und so weiter. Also als man noch dieses Gemeinland hatte und man hat dann eben also in sehr kleinen dörflichen Gemeinden gelebt, also überhaupt nicht das industrialisierte England von später. Und konnte dann irgendwie ja auch Land ausleihen, indem man Gebete für einen gesprochen hat und so. Also das ist. Um jetzt mal kurz einzugrätschen. Wir driften jetzt ja fast schon ein bisschen sehr stark ab Richtung Herr der Ringe, was natürlich eigentlich auch irgendwo ein interessantes Thema ist. Aber ich möchte natürlich den roten Faden beibehalten. Einen Take wollte ich ja noch bringen zu Tolkien und so weiter, weil es eben sehr englisch ist. Aber die große Red Pill ist ja, dass Tolkien eigentlich ja aus einer preußischen Familie stammt. Insofern in Südafrika. Also dann war er ja schwarz. Ja, genau. Rudolf Hess war Ägypter. Dann passt er wieder mit der Amazon-Serie. Ja, genau, ja. Er denkt dabei an seine Heimat. So, du hast so Oranien, ja. Oder wie heißt das? Orania, genau. Also er kam ja aus Bloemfontein. Ja, hier steht tatsächlich auf Wikipedia, dass er in Oranje-Freistadt geboren wurde. Also war Holländer, also auch wieder Deutscher. Ja. Nee, ist ja scheißegal. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass er ja tatsächlich wohl auch deutsche Wurzeln hat.
um einfach mein Allmachtsanspruch, meinen deutschen Allmachtsanspruch wieder auszuweiten. Um mal wieder die Mediafakten herauszuholen. Richtig, richtig. Ja, hier steht, the Tolkien family originated in the East Prussian town of Kreuzburg near Königsberg, which had been founded during bla bla bla. Also, so, ja. Find's gut, dass da Königsberg steht und nicht Kaliningrad. Ja. Was uns eigentlich fast schon zum nächsten Thema bringen könnte, ja. Und wegen Königsberg und so weiter, ja, der Ukraine-Krieg, aber weiß nicht, ob wir noch zur Queen was sagen wollen, abschließend. Ja, ich würde da gerne nur sagen, also persönlich ist das so, ich sag nicht, dass das gut ist, aber es ist sehr interessant, was jetzt passiert. Also ich finde einfach, ich würde jetzt nicht sagen, oh, warum ist sie gestorben, das würde ich nicht sagen, es ist einfach jetzt interessant, was jetzt passieren wird. Was natürlich dann das Ganze verdirbt ist, wie wir es ja schon angerissen haben, dass man sich ja mit all diesen ja Opfervölkern wie den Iren oder sowas gemein macht, wenn man sowas gut findet. Da muss man, keine Ahnung, das ist irgendwie, das einfach so herablassen. Nein, so was heißt gut finden? Warum kann man sowas nicht? Das erinnert mich auch sehr an dieses jetzt jüngst stattgefundene Spiel Deutschland gegen Ungarn, Fußball, ja. Was halt so zum einen, wie Torben immer sagt, ja, wer schaut was anderes als Kreisliga an, so ungefähr. Ja, das ist das eine. Und das andere ist so, dann wird halt wirklich irgendwie sich darüber gefreut, wie ein fremdes Land das eigene, auch wenn das eigene natürlich nur so halb das eigene ist, besiegt sozusagen. Das ist halt so, das ist halt so wie die Leute, die halt so sagen, sie werden Putin befreien uns, so ungefähr. Ja, davon gibt es ja jetzt auch einige, wie wir gesehen haben. Ja, das gibt es ja schon seit hunderten Jahren, ja, gefühlt. Ja, gut, ja. Das ist also auch seit 2010, ja. Der Erbübel der deutschen Rechten sozusagen, ja. Diese Russland-Glorifizierung. Und ich meine, wir sind da quasi die Einzigen, die das sagen können, ohne gleichzeitig so dem Azov-Bataillon den Schwanz zu wischen. Also. Ja, ich habe ja schon mal irgendwie, ich meine ja, also die Ukrainer, das sind so die schwulen Städtenbewohner und die Russen, das sind so die extrem geistig behinderten Städtenbewohner. Was ist das für ein... Also quasi, das ist deine Annäherung an den Take von Sellner, Stichwort Ukraine spielt Call of Duty, Russland Counter-Strike. Die Ukraine spielt Company of Heroes und die Russen, Call of Duty, glaube ich, oder sowas war. Nee, also die Russen spielen also Counter-Strike und das war schon richtig, was ich gesagt habe, aber was ich eigentlich jetzt selbst mir ausdenke. Die Russen spielen Goat Simulator. Die Ukrainer spielen Untitled Goose Game. Nein, die Ukrainer spielen Ordensstadt Burgund in Hearts of Iron. Die Russen spielen Garry's Mod. Ja, also dass das mit Ordensstadt Burgund von TNO kommt schon hin, ja, weil ja, das ist ja der wahnsinnige Himmler, der quasi die Welt irgendwie mit einem Atomkrieg vernichten will. Die Ukrainer machen sich ja alle Mühe, einen darauf zu beschwören. Gut, also wiederum mehr Parallelen, als man dachte. Okay, aber gut, ich habe ja 0 Stunden Hearts of Iron, ja, muss man auch sagen. Du hast also versucht, deine geistige Gesundheit noch einigermaßen zu bewahren. Ja, stell dir mal vor, also ich bin ja schon geisteskrank, ja, aber stell dir mal vor, ich werde jetzt auch noch Hearts of Iron spielen, was dann, aber ja, das totale Kernschmelz. Nein, ich hab ja schon gesagt, wenn du in einer Großstadt leben würdest, dann würdest du, glaube ich, irgendwann auch anfangen, Ausländer einfach zu essen, so. Interessant, also höre ich jetzt zum ersten Mal, dass du das schon mal gesagt hast, aber okay. Dazu werde ich jetzt auch keine Stellung beziehen zu dieser Aussage, ja. Sondern ich werde sie einfach so stehen lassen. Ja, egal. Okay. Sehr interessant. Oh Mann, wir sind echt in einer richtig behinderten Zwicklage bezüglich dieses ganzen Konflikts. Ich wollte noch eine Sache ist mir noch zur Queen eingefallen, weil wir jetzt ja noch nicht ganz so die Transition geschafft haben, was sozusagen ist denn mit zum Ukraine-Krieg oder wie ich sage, spezielle Militäroperation oder keine Ahnung, wie die das nennen. mit meiner Queen. Sie, jedenfalls. Weil ihr jetzt gerade das so als symbolträchtig bezeichnet habt, dass da quasi das alte England oder was auch immer zur Gabe getragen wurde, muss aber dazu sagen, ist die Frage, wie stark dieser Symbolismus denn oder wie stark diese Symbolwirkung denn ist, weil ich bin der Meinung, dass das England vorher jetzt auch nicht mehr so das alte England eben war, ja, genau. Das ist so, wie wenn man sagt, als der Notre Dame abgebrannt ist, das sagt viel über unsere Gesellschaft aus, so ungefähr, ja. Also sehe ich eigentlich gar nicht mal so sehr. Nee, also darum geht's ja eigentlich, also auch nicht.
ist ja nicht so, als würden wir das Notre-Dame-Ding nochmal aufkochen. Ja, das war auch sehr lächerlich, dass da jeder so die Tränen dann rausgeholt hat, weil eine Kirche abgebrannt ist so und selbst gehen sie nicht in den Gottesdienst wahrscheinlich Moment, so, aber... Ja. Aber der Notre-Dame war ja, glaube ich, auch eine katholische Kirche, insofern war das wieder die Strafe Gottes, ja. Ja, genau, also das ist, ja. Dafür werden sie uns jetzt wieder lieben für die Aussage. Das ist quasi die Wiederholung des Sacco di Roma, ja. Aber abgesehen davon ist es... Kurze Frage, bei wem piept gerade so die Armbanduhr? Ich habe auch gerade was gehört, aber wahrscheinlich war es dann Torben, ja, weil ich besitze so eine Armbanduhr ja nicht. Sind Hintergrundgeräusche zuständig, ja? Wirf mal deine G-Shock irgendwie weg. Deine Casio. Tja, Uhrendoxing, ja. links die Rolex, rechts die Gesinnung. Ja. Die Frage ist, welche Armbanduhr ist sozialpatriotisch legitim, ja? Also... Darf man überhaupt teure Uhren besitzen? Nein. Okay. Gut, dann reden wir jetzt aber endlich mal endgültig. Also jetzt zurück zum Thema. Also es ist natürlich nicht so, dass jetzt das alte England untergegangen ist. Das alte England ist wahlweise 1914 oder 1939 untergegangen. Aber es ist natürlich so, dass da also die Monarchie eine Institution ist, die nochmal also eine ganz andere Tradition sozusagen mit sich trägt. Also man muss ja nur sozusagen auf die allen möglichen bunten Uniformen zum Beispiel gucken, als das plastischste Beispiel. Ja, also eine völlig, also ist ja militärisch, sage ich mal, mittlerweile völlig unsinnig so, also seitdem das Maschinengewehr sozusagen existiert, in solchen Sachen rumzulaufen. Aber der ererbte traditionelle Prunk sozusagen, der sich in Uniformen ausdrückt, in der Krone, im Landbesitz der Monarchie und so weiter, in den Stiftungen, die davon ausgehen, auch einfach in der Kontinuität sozusagen, die das ausdrückt. Also die glaube ich gar nicht mehr in Deutschland nach 100 Jahren sozusagen Interregnum gar nicht mehr geschätzt werden kann, dass sozusagen das Volk geht durch die Geschichte, aber die Dynastie bleibt. Die ist sozusagen eine Konstante, die im Zweifelsfall, das hat nun die englische Monarchie auch aufgrund der bestimmten englischen Tradition, die sich ja aus der Niederlage der Royalisten auch im Bürgerkrieg ergibt und so weiter, nie gemacht. Aber es wäre theoretisch möglich, dass die Monarchie natürlich einschreitet, wenn sozusagen die Demokratie in eine falsche Richtung geht. Also wenn die parlamentarische Regierung sozusagen zum Unwohle des Landes geht. Das ist in England und das ist auch, glaube ich, einer der Kritikpunkte, der gefallen ist, den ich aber eben nicht ganz verstehe. Weil er ein bisschen ahistorisch ist, ja, warum hat sich denn die Queen zum Beispiel nicht gegen Ausländer eingesetzt oder sowas? Der Grund ist einfach, weil es schon mal einen Monarchen gab, der in England geköpft worden ist, weil er sich zu sehr in die Politik des Unterhauses eingemischt hat und danach wurde dann die Monarchie entsprechend beschnitten. Und als dann sein Sohn oder beziehungsweise eine Zeit lang sogar abgeschafft und als dann sein Sohn quasi das Gleiche nochmal versucht hat, ist der verbannt worden wiederum. Das ist ja klar, dass gerade in England dann das eben nicht so geht, dass der Monarch dort so richtig in die Politik einschreitet. Es ist ja auch keine, weiß ich nicht, wie sagt man da, absolutistische Monarchie oder so, sondern halt eine konstitutionelle, repräsentative, was weiß ich, Monarchie. Sprich, was hat denn der wirklich für eine Macht letztendlich? Es gibt dann, das ist halt eine Demokratie im Endeffekt, ja, wo es also halt noch einen König hat. Die Monarchin könnte noch, also der Monarch ja mittlerweile könnte noch das Parlament auflösen. Und ist, glaube ich, dafür zuständig, den Minister, also den Premierminister zu ernennen. Aber das ist dann eben der, der einfach die meisten Stimmen bekommen hat. Also, ist halt ein besserer Bundespräsident, so ungefähr. Genau, also das sind letztlich die gleichen Vollmachten, die auch der Bundespräsident besitzt. Im Gegenteil, das ist ja genau das, was der Staat, letztendlich der deutsche Staat, welche Rolle er dem Bundespräsidenten ja auch zubilligt. Man sagt ja ganz offen letztendlich, wir wollen sozusagen, wir haben das Bundesamt des Bundespräsidenten, also des Präsidenten eben beschnitten, weil wir keinen Ersatzkaiser sozusagen wollten, ja. Genau. Und letztendlich dann eben nur repräsentative Wirkung hat, ja. Unterm Strich. Naja gut, die Queen, ja. Ich denke nicht, dass das jetzt wirklich am Verlauf der Geschichte sozusagen, in Anführungszeichen, was jetzt ändern wird. Ja. Also. Ja. Gut, dann eben zum Ukraine-Krieg eben, ja, zum völkerrechtswidrigen Angriff Putlers auf die Ukraine. Übrigens, weil ich jetzt gerade die Völkerrechtswidrigen, vom Völkerrecht, weil ich jetzt, ja genau,
weil jetzt gerade vom Völkerrecht spricht, ganz interessant, weil ich hab mich immer daran gestört, dass eben vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen wurde. Aus dem folgenden Grund, welcher Angriffskrieg, war dann die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, oder die ich mir auch mit einem anderen zusammen quasi gestellt habe im Gespräch dann, was ist denn ein völkerrechtskonformer Angriffskrieg sozusagen? Der Präventivkrieg gegen die Sowjetunion natürlich. Gegen die Sowjetunion. Und der Angriff auf Pearl Harbor. Du meinst gegen die Sowjetunion Putlers, ja? Nee, aber tatsächlich, ja genau, das Ding ist, tatsächlich, Präventivkrieg ist der einzige Grund wohl, der einen Angriffskrieg völkerrechtskonform sozusagen legitimieren kann. Und in der Geschichte gab es halt einfach nur einen Krieg, soweit ich weiß, der anerkannt ist als völkerrechtskonform eben, oder wie sagt man da doch, Völkerrecht, ja. Und zwar war es einfach der Sechstagekrieg, ja. Das heißt, die Israelis wurden sozusagen freigesprochen davon. Und das halt auch, es ist sich wohl anscheinend auch alle Welt einig, dass die ganzen Kriege, die Amerika führt, nicht völkerrechtswidrig sind, aber interessiert halt keinen, kann ja keiner was dagegen machen. Ist ja scheißegal, so Rechtswissenschaften sind eine Herrschaftswissenschaft, das kann man ja nicht oft genug betonen, so. Also natürlich so, also keine Ahnung, das bürgerliche Gesetzbuch ist jetzt eher weniger, ne? Also da geht es jetzt etwas weniger um Herrschaft als jetzt im Völkerrecht, aber das Völkerrecht ist ja eigentlich nur die Bestimmung, die sozusagen der Sieger und der die dominante Kraft geopolitisch sozusagen festsetzt, jetzt als Spielregeln. Natürlich, ich fand es halt nur, ich meine, natürlich ist es Propaganda, was die Nachrichten berichten, ist ja selbstverständlich, alles ist Propaganda. Also längerfristig, aber wenn man jetzt... Ich fand es halt interessant, dass immer davon gesprochen wurde. Ich meine, längerfristig, wenn man jetzt quasi so ganz verrückte Kriege wie diesen Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras, glaube ich, war es oder sowas in den 80er Jahren irgendwie auslässt, dann könnte man ja argumentieren, dass eigentlich alle Kriege Präventivkriege sind, weil man ja eben davon ausgeht, sage ich mal, mit Rückgriff auch auf sowas wie Thukydides, dass also sozusagen der Hegemon immer ein Interesse hat, sozusagen die aufstrebende Regionalmacht, die sich selbst zum Hegemon aufschwingen will, sozusagen daran zu behindern, sie sozusagen vom Thron zu stoßen. Und deshalb ist das natürlich auch völlig schwachsinnig, dann irgendwie zwischen illegitimen und legitimen Kriegen zu unterscheiden. Also Großmächte oder generell politische Akteure haben einfach Interessen und die wollen sie halt irgendwann umsetzen. Ja, da ich ja sehr gebildet bin und immer Bücherzitate poste, kann man ja auch mit Clausewitz das sehen und sagen, dass halt der Krieg nur Politik mit weitergeführten Mitteln oder so ist. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal zitiert im Podcast. Mhm. Und du hast mich dann korrigiert, weil ich natürlich das nicht richtig im Kopf habe. Ja. Hattest du gesagt, dass Politik Krieg mit anderen Mitteln ist? Sowas habe ich gesagt, ja. Ja, das nee, achso, nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Wer hat das gesagt? Was? Na, Spengler, also Clausewitz hat ja mal gebracht, ja, Krieg ist quasi die Fortführung von Mitteln. Und Spengler hatte das dann umgedreht und hatte gesagt, Politik ist nur Krieg mit anderen Mitteln. Okay, ja. Bei mir ging es, glaube ich, nur um den Wortlaut. Ist ja egal, aber gut, okay. Dann betrachten wir jetzt einfach mal die Zwischenlage, jetzt mal so, versuchen wir mal objektiv sozusagen diese ganze Sache zu betrachten, wieder mal, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir haben uns ja damals, also wir und vor allem natürlich die CIA, von denen wir die Informationen hatten, haben uns ja damals getäuscht. Ja, es stimmt, wir haben Informationen von der CIA, denn wir sind CIA-Agenten, falls das jetzt jemand denkt. Eben alle dachten immer, wir arbeiten für den Verfassungsschutz, also auf dem niedrigen Niveau begeben wir uns. Also sowas machen wir nicht. Nee, aber die Amerikaner gingen ja davon aus, ich glaube, das CIA wird es gewesen sein, dass halt die Ukraine in halt 3 Monaten oder so fallen würde. Und das haben wir ja auch so dann vertreten. Und dann hieß es, haha, ihr seid so blöd, jetzt machen die schon 100 Jahre da rum. Und jetzt aktuell ist es ja sogar so, dass es natürlich massive Rückgewinne wieder gibt seitens der Ukraine. Tatsächlich, also sie machen wieder Land gut und Putler ist so ein bisschen in der Bedrängnis und hat ja dann auch die Teilmobilmachung und so weiter beschlossen jetzt, ja, und Kadyrov, dieser komische Typ, redet halt schon von taktischen Atomwaffen und so weiter, ja. Ja, und natürlich auch den Anschluss von Neurussland direkt in die Russische Föderation, was natürlich in gewisser Weise auch eine, sag ich mal, Verzweiflungstat ist, weil das ja eigentlich viel besser sein kann. Ich muss kurz nachfragen, was definierst du als Neurussland in dem Fall? Neurussland würde ich jetzt sagen, in die Gebiete, ich meine, die Region heißt ja Neurussland, Neurussia. Also die, ja, die, gut, die Gebiete. Ich bin ganz so dumm und weiß es nicht. Die Gebiete zwischen Don und Dnieper, die jetzt also ja auch offiziell angeschlossen haben an die Russische Föderation, diese 4 oder 3 Oblaste, von denen ja 2 diese komischen freien Republiken. 4 Oblaste und davon waren 2 halt diese Volksrepubliken, die sie mal vor Jahren ausgerufen hatten, 2014. Und das ist natürlich in gewisser Weise schon eine Verzweiflungstat, weil ich meine, das hat ja auch sozusagen verfassungsrechtliche Konsequenzen in Russland, dass man eben ja dann
das Kriegsrecht ausrufen kann und so weiter und so weiter, auch taktische Nuklearwaffen einsetzen kann gegen die Ukraine. Aber das ist natürlich auch in dem Sinne eine Verzweiflungstat, dass ja dadurch sozusagen, also wenn sagen wir jetzt mal in den ersten 3 Tagen im Februar die Russen halt völlig durchmarschiert wären, irgendwie Selenskyj wäre aus dem Land geflohen, die ukrainische Armee wäre kollabiert und es hätten sich massenweise, sage ich mal, dort Kollaborateure gefunden in der Ukraine. Vielleicht wäre der frühere Präsident, ich glaube Janukowitsch, wäre dann zurückgekommen oder was auch immer, was dann passiert wäre. Dann wäre das, glaube ich, mit diesem Anschluss, der jetzt gerade stattfindet, so nicht passiert. Weil dann eben das Interesse da gewesen wäre, die Ukrainer sozusagen für die russische Sache auch zu gewinnen, indem man dann irgendwie betont hätte, ja, wir sind doch beide Slawen, unser Interesse ist doch darin, gegen die, wie es ja in der russischen Literatur immer heißt, römisch-germanische Zivilisation, also Westeuropa, Stellung zu machen, gegen die USA, gegen Homosexualität oder dann auch auf Russland selbst gerichtet, ja, also dass ihr jetzt da drin seid, ist ein großes Glück für uns, weil jetzt haben wir ja nochmal irgendwie 50 Millionen Slawen mehr, die wir dann benutzen können, um die slawische Vorherrschaft innerhalb der russischen Föderation oder sowas oder innerhalb dieses eurasischen Blocks zu stärken. Aber das ist jetzt eben nicht passiert, sondern jetzt, also das, gut, das ging ja von Anfang an ein bisschen los mit dieser Entnazifizierung, die da sozusagen zuerst sozusagen nicht nur gegen dieses Kiewer Regime sozusagen gerichtet hat und jetzt ja sozusagen auf die gesamte Ukraine angewandt wird und da jetzt den Russen, die dort in, oder den Leuten, die sich dort in der Ostukraine als Russen identifizieren, sozusagen gesagt wird, jetzt verlasst ihr aber auch sozusagen den ukrainischen Staatsverband ganz. Also das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn sozusagen der Krieg besser gelaufen wäre für die Russen bisher. Ja. Ja, ja, was weil du jetzt, aber eigentlich ist ja die These tatsächlich hier von wegen, die halt nur 3 Monate aus. Das war ja, glaube ich, nicht so richtig die Rede. Was aber bekannt ist, ist, das sagen ja so Leute wie Peter Sayan, dass zum Beispiel USA ja auch so eine Unterstützungs-, ja, ich sag mal, Linie oder was auch immer, vielleicht ein Jahr halten kann. Und ich meine, jetzt ist noch kein Jahr vorbei, da wird noch fleißig hin exportiert, hingeschickt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist noch alles im Rahmen. Also ich glaube, keiner von uns hat jetzt ernsthaft gesagt, das ist halt das Ultimatum und alles, was danach ist, ist unmöglich, so in die Richtung. Man konnte es auch nicht wirklich abschätzen, also was jetzt passiert. Man muss dann auch dazu sagen, dass ja die Ukraine massivste Hilfen aus dem Westen, sage ich mal, hat. Und nicht nur erst seit dem Krieg, sondern halt auch schon teilweise vorher. Das heißt, letztendlich ist es ja so eine Art Stellvertreterkrieg für die NATO. Halt, also ist halt wieder Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren, wo halt genau die gleiche Ausgangslage war. Also es wird ein pro-russisches Regime sozusagen in einen Bürgerkrieg gezwungen. Und daraufhin marschieren die Russen sozusagen ein und wollen dort eben eine ihnen konforme Regierung einsetzen. Der Unterschied ist halt, dass sie damals es noch geschafft haben, Kabul zu besetzen und dann eben ihren kommunistischen, also quasi ihre kommunistische Marionette dort ein paar Jahre dann in Kabul sozusagen an der Macht zu halten, während die Kämpfe halt gegen Guerillas sozusagen im Landesinneren waren, während jetzt sozusagen die ukrainische Armee das noch so lange gehalten hat, dass eben nicht die im Wald irgendwo kämpfen müssen, sondern dann eben sozusagen eine stabile militärische Front sozusagen da steht. Ansonsten ist es ja eigentlich das gleiche Szenario wie damals. Übrigens, was ich heute auf Telegram oder gestern irgendwann gelesen habe, ich habe es jetzt gerade extra mal rausgesucht, es ist wohl so, dass einfach das Militärbudget letztendlich, also sprich das Budget, oder halt die Hilfen, die in die Ukraine geschickt wurden, dafür gesorgt haben, dass sie streng genommen jetzt das drittgrößte Militärbudget der Welt haben, einfach. Damit, also weil halt wohl 85 Billionen, wahrscheinlich US-Dollar, also an Hilfen bisher in die Ukraine geflossen ist. Und neben den USA, die halt 800 Billionen US-Dollar wohl ausgeben für ihr Militär, und China mit 293 Billionen, meine ich natürlich. Dann käme theoretisch Indien mit 76 Billionen, ja. Also das heißt, dass die Ukraine sozusagen das drittgrößte Militärbudget der Welt hat. Und das ist anscheinend wohl 7% des kompletten Budgets aller NATO-Mitgliedstaaten, ja. Laut meiner seriösen Quelle auf Telegram. Also auch nochmal so nebenbei bemerkt, ja.
Ja, das ist also das war jetzt auch ganz groß gewesen, dass quasi bei den Gegenoffensiven, die dann im Donbass ja vor allem angelaufen waren und dann bei Kherson, dass also dort vor allem die Luftabwehrgeschütze sozusagen, die ja importiert worden sind, dafür gesorgt haben, dass die russische Lufthoheit gebrochen werden konnte. Und das dann eben dazu geführt hat, dass die Bodentruppen dann vorrücken konnten. Also ohne westliche Unterstützung wäre das, glaube ich, schon ein 1 bis 2 Monaten vorbei gewesen mit dem ukrainischen Staat an sich. Aber jetzt, ich meine, jetzt hat er ja auch Zelensky verkündigt, dass sie quasi die harte Linie machen, indem sie also gar nicht mehr verhandeln und dass sie eben abwarten werden, bis die Russen dann eben aus dem Land gedrängt sind und dann eben in einem Frieden festzuschreiben, dass also quasi die Grenzen, ja, die also vor 2014 sozusagen bestanden haben, wiederhergestellt werden. Das ist dann auch nochmal interessant zu sehen, ob das Kalkül so aufgehen wird oder ob dann jetzt mit den großen Mobilisierungsmaßnahmen, die dann Russland anlaufen, sich dann nochmal die Lage wieder verschiebt. Ja, gut. Kann man alles schwer sagen. Wir hoffen natürlich, glaube ich, nicht auf eine nukleare Eskalation, so viel kann man schon mal sagen, weil außer das Ziel ist quasi Metro 2033 in Real Life. Ja. Wobei im Kanon sozusagen von Metro ja der Krieg auch irgendwie nur einen Tag gedauert hat, bis dann die Atomwaffen alle direkt gezündet wurden. Ja, naja, ein bisschen länger war es dann schon. Ich glaube, das ist Fallout, was du meinst, aber kann auch sein, dass es bei Metro genauso heißt. Aber in Metro Keine ist ja noch Ahnung. so, dass vorher noch so ein Krieg im Mittleren Osten ausbricht. Wahrscheinlich zwischen dem Iran und Israel und danach eben Okay, kann schon Russland dann sein. eintritt und dann auf der anderen Seite eben die USA und dann gibt Ja. es diesen kurzen Austausch. Kann schon sein. Es ja, spielt ja keine Rolle, ja. Also, Ja. ich meine, mein Leben wird genauso wie ein Videospiel sein, sofern es halt eine nukleare Eskalation gibt. Dummerweise gibt es hier halt keine. Nukleare Eskalation. Dummerweise gibt es halt, wo ich lebe, keine U-Bahn. Ja, Ja, genau. dann Das muss ist halt in das der eine. Straßenbahn sitzen. Ja, das andere ist halt, dass ich aber zum Glück ja dank Metro Exodus jetzt weiß, dass man auch keine U-Bahn braucht, weil nicht das gesamte Land komplett nuklear vernichtet wurde. Genau, ja. Nur ich würde liebend gern nicht mit diesen Spinnendingern, die dort in Metro rumlaufen, irgendwie Zeit verbringen müssen. Dann darfst du halt nicht in die Metro quasi. Darfst du schon Ich bin. heute nicht mehr in die U7 einsteigen? Genau. Ja, okay, weiß ich nicht. Also Aber jetzt wird das jetzt ist mir sehr, gerade sehr gutes eingefallen, ich meine, Abschweifen. Ukraine ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, aber was ja noch passiert ist, ist hier das mit Polen, dass Ja, die wieder, also damit meine ich noch dass nicht mal Polen unser Nord Stream, Gas sondern dass gestohlen vor hat. Nord Stream passiert ist. Also Reparationen so oder Reparationen oder was? diese Reparationsforderungen, die dann im Raum Okay, standen. das ist mittlerweile schon wieder so lange her, dass wir zwar noch nicht im Ja, so, Podcast darüber gesprochen das ist haben, 3 Wochen aber her, glaube ich sogar nur, ja, aber echt. ja. Nee, das ist. Kommt ja immer wieder, ist ein Ja, Dauerbrenner. eben, klar, das Ja, ich kommt meine, es ist ein Dauerbrenner alle seit zwei Wochen, 1945. ja. Was ich wiederum auch nicht verstehen kann, weil das ist so ein bisschen wie bei ein paar anderen Pappenheimern, wo das dann genauso war, dass dann also Konrad Adenauer dort dann eine bestimmte sehr hohe Millionenforderung dann gezahlt hat und dann es hieß, ja, okay, ist abgegolten. Und dass es dann trotzdem nicht der Fall war. Und bei den Polen ist das genauso. Also es gab einen Görlitzer Vertrag 1950, in dem quasi die DDR die Oder-Neiße-Grenze anerkannt hat. Dann haben sich die Landesverräter dort um Willy Brandt dann auch nochmal angemacht, das alles anzuerkennen. Und dann wurde ja im 2+4-Vertrag nochmal das alles eigentlich abschließend geregelt. Und jetzt, wo sie sich quasi verzockt haben mit den Sanktionen gegen Russland, und das darf man nicht vergessen. So, das liegt ja auch daran, dass genauso in Polen gerade die Preise explodieren. Dadurch, dass sich Polen gedacht hat, es kann wieder Obwohl Heiko Schrang ja internet. immer Videos macht und zeigt, dass es da alles viel billiger ist. Ist es ja auch. Also es ist immer noch billiger als in der Bundesrepublik, gerade was Sprit und so weiter angeht. Aber es ist natürlich für eine Bevölkerung, die jetzt also ein Lohnniveau hat, was 2 oder 3 Mal unter dem Bundeshaus Natürlich, liegt, natürlich klar. Es trotzdem. ist also vor allem, du musst ja die Entwicklung ansehen, ja, natürlich. Wie du sagst, also geh ein halbes Jahr zurück und wie da die Preise waren, wie sie jetzt sind. Also die Steigerung wird genauso bemerkbar sein. Aber das verstehen ja solche Leute entweder nicht oder keine Ahnung, denken da nicht drüber Wollen es nach. nicht verstehen, ja. Also da ist ja alles Paradies, wo es keine
weiß nicht, Grünen gibt oder so. Ja, deshalb, also ich frage mich schon, wann der erste irgendwie Kasachstan idealisiert oder sowas. Nein, man muss ich ja wirklich dazu sagen. Das wäre denn die nächste Grenze, ja, das nächste Frontier. Dass diese ganze Krise oder was auch immer Krise, ich gehe ja sowieso davon aus, dass es so eine hausgemachte Krise ist, klar, oder dass es gewollt ist, um weiter noch mehr Leute in die Armut und diese Insolvenz und was auch immer zu treiben. Jedenfalls. Das spielt dann so das Bürgergeld mit rein, ja. Das Bürgergeld macht mich auch aggressiv. Ja, lieber Bürgergeld als Bürgergeld. Ja, es sollte grundsätzlich, das sollte die erste Maßnahme sein, Hartz IV abschaffen, dann die Steuern senken. Als Maßnahme, als Konsequenz daraus. Ja, Steuern abschaffen, ja, oder? Wir sind doch hier die Libertären. Achso, ja klar. Nee, aber jedenfalls wäre das eine Entlastung für die Bürger, ja. Deswegen sollte jetzt die AfD groß eine Kampagne machen, Bürgergeld abschaffen. Nee, dafür hat sie nicht. Ja, und AfD und auf die Wahlplakate drucken AfD oder Armut. Ich weiß nicht, warum noch niemand auf diesen Slogan gekommen ist. Es ist ja schon mal jemand drauf gekommen. Der hat so einen Telegram-Kanal, heißt Die Schwarze Fahne, wurde das schon gepostet. Ja, das stimmt. Ja, oder halt... Freiheit oder Tod, das ist ja dann noch Freiheit. Freiheit oder Bolschewismus, nee, Bolschewismus. Ja, okay, wenn du das so machen möchtest. Ich habe mich ja fast auf das ganze Death or Glory Ding bezogen. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ich habe das gerade in meinem Kopf, ist es gerade so entstanden, aus irgendeinem Grund. Lieber Tod als Rot. Ja. Ja, aber genau, also um darauf zurückzukommen, also gut, dass die Polen das stellen, das ist das eine, die haben sich, wie gesagt, verzockt. Die dachten halt, sie können Großmacht spielen mit amerikanischer Rückendeckung und finden jetzt wieder heraus, dass ihr Land dazu doch nicht so ganz geeignet ist. Das Schlimme ist ja nur, dass das eben also auf der deutschen Rechten wieder Leute gibt, die das machen. Also zum einen, wie heißt der nochmal? Marx und Engels. Marx und Engels, genau. Also hier, keine Ahnung, wie heißt der Typ nochmal? David Engels, oder meinst du jetzt? David Engels, genau, ja. Der Typ, der feine Herr, der dort also muss man ja sagen, also da eben einen Artikel geschrieben hat, in dem er halt das quasi alles rechtfertigt und Deutschland hätte eigentlich noch mehr zahlen müssen, ja? Weil Polen ja einen Krieg provoziert hat gegen ein Regime, was bekanntermaßen totalitär war und das dann eben verloren hat, diesen Krieg faktisch, und dieses totalitäre Regime, gegen das man den Krieg provoziert hat, dann eben versucht hat, seine totalitäre Ideologie in Polen umzusetzen. Plus halt die üblichen Verluste, die man eben im Partisanenkampf erleidet, wenn man als Partisan gegen eine reguläre Armee kämpft. Und ja, deshalb müsste Deutschland jetzt ganz viel Geld an Polen zahlen. Und ja, also ich kann da nur empfehlen, so diesen Typen einfach konsequent aus allen Veranstaltungen der deutschen Rechten auszuschließen. Also ich meine, es kann ja verschiedene Auffassungen zu allem Möglichen geben, so, also wie jetzt Wirtschaftspolitik zu gestalten ist oder wie jetzt die außenpolitische Ausrichtung auszusehen hat oder Wehrpolitik oder was auch immer. Aber jemand, der halt letztlich sagt, also dass das deutsche Volk so für immer letztlich irgendwie so den Polen Reparationszahlungen leisten muss, weil er eben bezahlt wird vom polnischen Ministerpräsidenten letztlich. Der ist kein Rechter für mich. Der gehört nicht in unser Lager. Wenn ich in einem polnischer Agent-Wettbewerb bin und David Engels ist mein Gegner. Ja, und die AfD ist mein Gegner. Tadeusz mit zusammengezogenem Gesicht. Ja, also das ist, David Engels sollte konsequent von jedem, der irgendwie vorgeht, Patriot oder Rechter zu sein, nie wieder zu einer Veranstaltung eingeladen werden. Der sollte nie wieder Artikel auf irgendeinem rechten Blog verfassen dürfen und so weiter. Also weil ich meine, das ist halt so wie polnische Nationalisten halt, wenn sie sagen, Deutschland verrecke oder sowas, oder Polen sollte bis zur Oder Polen sollte bis zur Oder reichen, oder sollte bis zur Elbe reichen. Genau, Polen sollte bis zur Oder reichen, wenn die das sagen, ist das so. Ja, dann, also ich unterstütze auch nicht Leute, auch wenn die vielleicht irgendwie in ihrem eigenen Land, obwohl das ja auch nochmal schizophrener ist, weil ja David Engels nicht mehr Pole ist, sondern Deutscher aus Eupen-Malmedy. Ich unterstütze auch nicht Leute, die meinem Volk schaden wollen, so mit der Begründung, so ja, die sind ja in ihrem eigenen Heimatland irgendwie rechts. Ja, also aber gut, das ist ja die ewige Debatte. Das ist die ewige Polen-Debatte, ja. Gerade die bundesdeutschen Rechten überhaupt nicht, weil es muss ja irgendwie jeden Tag irgendwie die neue Gimmick-Macht geben, die irgendwie im eigenen Land Homosexuelle verfolgt oder sowas und deshalb ja unsere Interessenvertretung ist so. Ja, aber der Ersatznationalismus halt, glaube ich. Stalin ist
voll stabil, der hat auch eine Judenverfolgung. Genau, also das ist letztlich genauso wie bei Josef Stalin. Josef Stalin, das hat ja die DDR-Propaganda auch immer betont, hat ja 42 in der Rede gesagt, ja, die Hitlers kommen und gehen, der deutsche Staat, das deutsche Volk bleibt. Das Erste, was Stalin gemacht hat, war 1945 den deutschen Staat zu zerschlagen und das deutsche Volk aus Ostdeutschland zu vertreiben. Also das ist ganz, also das, und genauso ist es ja mit Warschau so, die mögen dann immer mal wieder Offerten machen, obwohl die ja noch dümmer sind als die Russen damals, weil die ja eben gerade das unterlassen meistens Offerten an die deutsche Rechte zu machen, sozusagen im Sinne von, ja, wir machen einen gemeinsamen Kampf und wenn ihr uns helft, dann helfen wir euch oder sowas. Interessant, dass du das jetzt ansprichst. Gut, kann man gut überleiten fast zu der Rede von Putin, ja, die jetzt gehalten wurde, die auch gut zu unserem Ukraine-Krieg-Thema passt. Ja, um das nochmal abzuschließen, naja, David Engels, also ladet ihn nicht mehr zu Veranstaltungen ein, so bezahlt ihm kein Geld für Texte, lasst von dem keine Texte schreiben, so. Das ist ein ausländischer Agent, der Deutschland aktiv schaden will. Oder selbst wenn er es nicht will, dann tut er es halt trotzdem. So. Naja, ich meine, er will ja, dass wir 1,3 Billionen. Ja, also das sind ja 1.300 Milliarden Euro, wenn mich jetzt da meine Schulmathematik nicht trügt, an Polen zahlen. So, einfach so auf freie Hand so. Ja, weil wir mal Krieg geführt haben mit denen. Ja, weil die Polen halt gegen einem totalitären Regime, was sogar noch von dem Staatsmann geleitet wurde, der die letzten 200 Jahre der Polen freundlichste war, der eben immer betont hat, dass er Österreicher ist und nicht Preuß und deshalb eigentlich keine Probleme mit den Polen hat, weil sie eben dieses Regime in einen Krieg gelockt haben und dann haben sie eben die Konsequenzen gehabt, dass sie eben ein totalitäres Regime, was eben vor Völkermord nicht zurückgeschreckt hat, in einen Krieg provoziert haben. Ja, also ja, der Grund, warum jetzt diese ganze Geschichte mit Rückzahlung, was auch immer jetzt kommt, ist, weil wir den Krieg verloren haben. Ich meine, in jeder anderen Situation wäre das ja nicht so. Natürlich, ja, gut, klar. Aber witzigerweise, da ist ja die deutsche Regierung wiederum relativ based und weist diese Reparationsforderungen oft auch noch zurück. Also selbst hat irgendwie Scholz das nicht gesagt. Wir zahlen jetzt quasi kein Geld und so. Scholz hat da auch mal gesagt, ja, das würde ja so. Also natürlich, es ist natürlich auch so, dass, also mittlerweile selbst in diesen Kreisen ist das ja so, dass also man sieht ja, dass Polen also einfach so ein wirklich lächerlicher Staat ist. Ja, welche Verhandlungsbasis hat Polen? Es gibt dort keine natürlichen, also Ressourcen. Es gibt dort kein beachtenswertes Militär. Die haben keine Atomwaffen. Da hat sich auch dort letztlich die Vorstellung durchgesetzt. Also man hört natürlich ganz dolle auf den Ami. Mit den Russen hat man, wenn man nicht gerade Grüne an der Macht hat, auch irgendwie noch eine Verhandlungsbasis. Und die Franzosen sind natürlich, sag ich mal, die Vorreiter, wenn es um die Europäische Union geht. Aber Polen hatte ja überhaupt nichts anzubieten, so. Also spätestens auch seitdem jetzt diese Regierung an der Macht ist. Ich glaube, Autoradios haben die anzubieten. Ja, aber das ist doch auch quasi nur Reparation, also quasi, wo dann das Gestohlene zurückgegeben wird. Ja, Hehlerware, ja. Oder wie nennt man das überhaupt, wenn man seinen eigenen Besitz zurückkauft? Keine Ahnung. Da habe ich jetzt in Kingdom Come Deliverance nicht so doll aufgepasst, ob es dafür einen Ja gut, da gibt es ja auch die ganzen Polen, Müller nennen die sich da in dem Spiel. Ja. Auf jeden Fall, weil du vorhin auch von davon gesprochen hast, dass eben nicht Polen nicht mal solche quasi Avancen an die deutsche Rechte macht, sozusagen, macht das ja zum Beispiel Putin sehr wohl mit seiner eben letztlich gehaltenen Rede. Wo er halt genau, so 50-50 Dinger rausgehauen hat, ne? Genau, also das ist auch wieder das wurde sehr selektiv, glaube ich, aufgenommen, bei der gesamten westeuropäischen Rechten, sage ich mal, oder europäisch-amerikanischen Rechten oder was auch immer, dass also dort eben Putin sagt ja in seiner Rede dann, also ja, die westlichen Eliten würden in einer Tradition stehen, die letztlich bis zur Völkerwanderungszeit oder welches Datum hat er da genannt, bis zum Kreuzzügen oder so zurückgehen würde, in dem also also man fremde Völker unterdrücken würde und bla bla bla, also alles was typischer Antifa-Sprich, was ja passend ist, da Russland sich ja selbst als Antifa-Staat bezeichnet. Genau, also es ist halt so die typischen so geisteswissenschaftliche Fakultät Sprüche halt von Rassismus, Kolonialismus, Sexismus,
was weiß ich, so nur eben auf diese Russisch oder also wer Alexander Dugin schon mal gelesen hat, der weiß das ja, also diese angebliche atlantische Weltverschwörung, also atlantische Mächte, nicht das coole Atlantis, sondern dann meinte er ja so Amerikaner und Atlantik so weiter. Atlantik meint er und nicht Atlantis, ja. Ja, also die eben, also vor allem natürlich die eurasische Kultur, aber auch alle farbigen Völker eigentlich unterdrücken würde und sie eben mit wobei man ja sagen muss, dass überschwimmen würde und bla bla bla. Auch noch ein Ding, das ich anmerken wollte, weil du jetzt die eurasische Kultur und die alle farbigen Völker ist ja gleichbedeutend, ja. Also, und das ist ja auch das Interessante, weil du meintest, dass eben Polen, was auch immer, existiert, ja, aber Polen reiht sich ja quasi auch ein in die farbige Welt, die sozusagen vom Westen Reparationsforderungen stellt, ja. Also das ist ja das, was die ganzen Polen Schwarzen und so weiter auch immer fordern. Ja, ich wollte damit nur sagen, dass Polen ja Teil der farbigen Welt ist. Weil Schwarze fordern ja auch ständig Reparationen. Insofern reihen sie sich da ja perfekt dann ein. Absolut. Gut, das ist ja schon seitdem, also der seitdem zwei haitianische Staatspräsidenten das also schon festgestellt haben, dass die Polen mit den Haitianern stammverwandt sind, ist die Frage ja schon geklärt. Also das ist ja. Ja, ich finde aber trotzdem, dass man kann es nicht oft genug erwähnen, ja. Das sind so die Herero Europas. Ja, aber ja, eben diese Rede, um jetzt mal nochmal meinen Teil dazu beizutragen, also ich habe sie natürlich nicht gehört, aber man hat ja genug gelesen, was denn davor gesagt wurde, was für uns relevant ist. Zum einen eben, wie du sagst, so dieses Antikoloniale, Antiimperialismus, bla bla bla, was in mehrerlei Hinsicht, also es war eine Propagandarede, muss man natürlich da bedenken, insofern muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwelche Doppelstandards aufzuzählen, die da irgendwie nicht passen, weil halt Russland selber Imperialismus betrieben hat oder betreibt oder was weiß ich. Und dann hat er aber halt gleichzeitig so Sachen rausgehauen wie der Westen ist halt satanisch, ja, irgendwie, oder dass halt die Amerikaner Dresden bombardiert haben, weil war ja auch Sellner sehr, sehr positiv davon erfreut. Überrascht, ja. Erfreut, ja. Und hat eben geschrieben, ja, das hat noch keiner, bisher hat noch kein einziger Staatsmann, egal welchen Landes sozusagen, diese Kriegsverbrechen angesprochen eben. Gleichzeitig ist es natürlich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, eine Propagandarede. Das heißt, es kommt ihm natürlich gelegen, über alliierte Kriegsverbrechen zu sprechen, ja, während natürlich die sowjetischen Kriegsverbrechen nach wie vor unter den Tisch. Ja, Nemersdorf eigentlich alles, was die Rote Armee gemacht hat, so, da muss man nicht kennen. Also Wilhelm Gustloff ist natürlich das Bekannteste, aber eigentlich alles, was die Russen gemacht haben in diesem Krieg sozusagen. Kann man auch nicht, meiner Meinung nach, nicht verlangen, dass er jetzt sagt, ja, wir haben das auch gemacht. Das war ja keine objektive, ja, das ist keine Propagandarede. Also, natürlich. Er hat ja keinen historischen Vortrag gehalten. Also was ich auch interessant fand, und da wären wir bei den Avancen für die polnische Regierung, wie es aussieht, nicht die mentalen Kapazitäten oder den Willen hat, die zu machen, nämlich, dass er eben gesagt hat, also die westlichen Eliten, also hier nicht die westlichen Völker oder sowas, sondern die westlichen Eliten, das üben eine Terrorherrschaft über den gesamten Planeten aus, die auch, und das ist das Wichtige, was er gesagt hat, gegen die eigenen Völker geht. Sei es mit Massenmigration oder vor allem hat er eben diese sexuelle Komponente erwähnt, dieses halt so Transzeug und Genderzeug. Genderwahn, ja. Genau. Zitat Putin, gender mich nicht voll. Ja, wer gendert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Zitat Wladimir Putin. Zitat Wladimir Putin. Also auf jeden Fall, das war interessant, dass dort also diese Avancen gemacht werden, weil die ja bisher ausgeblieben sind. Also bisher war das ja. Also jetzt wird es interessant, weil das jetzt in dieses Territorium so Weltbürgerkrieg sozusagen langsam wieder übergeht, wo also vorher ja gesagt wurde, also ja, man hat eben diese westlich gesteuerte Marionettenregierung in Kiew, die im Zweifelsfall noch voller Nazis ist und bla bla bla, aber bisher war es ja so ein bisschen so nur rein russisch gedacht, also so, das ist die Ukraine ist ein nationales Sicherheitsrisiko für Russland. So, dann, gut, das mag einen dann im Westen sozusagen nicht interessieren, aber wenn jetzt eben dann das so kommt, dass eben betont wird, dass also quasi, also jetzt wird eben sozusagen betont, dass Russland sozusagen für die gesamte Welt und auch und gerade für sozusagen die Bewohner des Westens kämpfen würde, weil ja die westlichen Eliten, die sozusagen diesen Krieg mit Russland sozusagen angefangen hätten, ja auch die eigenen Völker sozusagen unterdrücken würden. Also jetzt hat sich mal die PR-Abteilung im Kreml mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie sie den Krieg auch schmackhaft an den Westen verkaufen kann. Ja gut.
Was heißt schmackhaft an den Westen verkaufen? Dass die Leute, dass das westliche Volk sozusagen. Naja, also die Russen brauchen ja eigentlich nichts, außer ja, eben diese Kombination aus, dass die Leute überdrüssig sind von der Ukraine-Propaganda und dass sie frieren. Ja, damit ja eben gut, klar, die Waffenlieferungen, ja. Damit eben die Waffenlieferungen eingestellt werden. Und wenn man dann eben sagt, also ja, eure Eliten sind ja sowieso Unterdrücker und das dann eben auch für einigermaßen überzeugend darstellen kann, sozusagen. Das ist ja für Russland ja so eine super Kombination. Na klar, gut, dass mit dem Frieden da stimmt, da passt dann wieder das, die ganze Geschichte von wegen, Putin nutzt jetzt das Gas als Druckmittel, ich meine, das wir sowieso nicht wollten, aber passt ja. Dann da ja wieder rein, weil natürlich diese Krise im Westen. Also sprengt er die eigene Pipeline in die Luft, hat man gehört. Das, sowieso, klar, damit er kein Gas mehr liefern muss. Jedenfalls. Ja gut, aber Putin vollzieht ja auch den Morgentauplan laut Fokus. Ja, ja. Alles ganz komische Zeiten, in denen wir leben aktuell, aber jedenfalls immer wieder einen roten Faden hier reinzubringen. Du hast jetzt gerade eben das Gas angesprochen, oder beziehungsweise im Winter frieren angesprochen. Klar, ist es natürlich so, dass die Opferbereitschaft vor allem für letztendlich ein fremdes Land Grenzen hat, aber ich denke sogar, dass sie vor allem in Deutschland relativ groß sind. Jetzt fällt mir gerade direkt wieder eine Überleitung ein zum nächsten Thema, Stichwort Corona-Maßnahmen, aber das stellen wir mal hinten an, weil wir sind ja zum Beispiel die Letzten, die immer noch irgendwelche komischen, schwachsinnigen Maßnahmen haben, wie zum Beispiel Maske im Zug oder so. Und wir werden wahrscheinlich auch die Letzten sein, die weiterhin irgendwie weiß nicht, unser Zimmer mit 19 Grad heizen, ne? Weil Pudler in der Ukraine ist, ja. Ja gut, ich weiß gar nicht, bei dem Thema, ich meine, die deutsche Bevölkerung ist gerade in den traditionell protestantischen Gebieten ja auch ein bisschen russophil, muss man ja recht zugeben. Das ist ja nicht nur ein Ostphänomen, obwohl es im Osten etwas konzentrierter vorkommt. Ich weiß gar nicht, also ich meine so, es hatten sich ja, also in so einer Umfrage hatten ja jetzt irgendwie die Hälfte der Bevölkerung oder so gesagt, sie würden auf die Straße gehen aufgrund dieser Sache, die dann eben aufgrund dieses Krieges passieren und sowas in die Richtung. Also kann ich nicht so ganz abschätzen, ob wir da wirklich nochmal so stillhalten. Weil ich meine, das eine Versprechen, was die Bundesrepublik immer gehalten hat, was sie gegeben hat zu Anfang, war halt eben, ja, also die Kriegsgeneration kommt jetzt eben aus dem Bombenterror und kommt von der Front zurück oder aus der Kriegsgefangenschaft. Und wir machen jetzt also nicht mehr deutsches Reich, nicht mehr Machtstaat oder sowas, nicht mehr europäische Vormacht, aber wir machen Wohlstand für euch. Ja, also jeder von euch kann einen Fernseher haben, kann seinen kleinen Garten haben, kann immer was Warmes essen sozusagen, kann dick werden und so weiter. Und wir nerven euch vor allem nicht mit der ganzen Scheiße. So, ihr könnt ein Privatleben wieder haben. Und das ist jetzt einfach ja auch weg. Also das ist ja jetzt spätestens dieses Jahr, auch wenn das jetzt ein schleichender Prozess der letzten ja 20, 25, 30 Jahre ja eigentlich schon ist, mit ständigen Steuererhöhungen für vor allem den Mittelstand und so weiter. Mit, ja, also auch abnehmender, sag ich mal, abnehmenden Leistungen, die der Staat stellt, jetzt vielleicht nicht für Hartz-IV-Empfänger, aber eben zum Beispiel der desolate Zustand der Deutschen Bahn oder sowas, also das Nahverkehrsnetz und so weiter, völlig desolat ist. Das, also ein schleichender Prozess, aber jetzt kommt es plötzlich so richtig schwunghaft, dass einfach Leute bemerken, so, sie können ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen. Also das ist, glaube ich. Es ist halt einfach eine Verfünffachung, so ungefähr. Ja, also ich habe jetzt auch gehört, irgendwie bei Bäckern und so in Mecklenburg-Vorpommern, dass da Leute dann auf einmal irgendwie 60.000 Euro Heizkosten zahlen mussten. Ja, und gesagt haben, ja gut, dann mach ich einen Monat zu, dann tschüss. Ja, also dann ist jetzt das Unternehmen, was ich 200 Jahre gehalten hat, so weg. Und ja, das ist ja, aber Moment mal, du weißt ja, okay, den Witz will ich jetzt eigentlich gar nicht bringen, aber sie sind ja nicht insolvent, sie hören nur auf zu produzieren. Genau, ja, also. Aber es ist halt komplett falsch. Und das ganz Schlimme dabei ist, an dieser Aussage, wir machen uns drüber lustig, aber schau dir die Umfragewerte an. Zwar, okay, die AfD steigt auch. Die AfD steigt in Umfragen durch die Bank weg, was ich positiv finde. Aber die Grünen sind halt von den 15% oder so, die sie bei der Bundestagswahl hatten, jetzt auf 20% in Umfragen. Wo ich mir halt denke, genau. Sind die Leute denn komplett, wer scheißt also, den Leuten denn ins Hirn? Ja, das ist halt also, ich weiß, wer den ins Hirn scheißt, ja, die Nachrichten und die Medien. Das hat der Gauland schon vor Jahren vorhergesagt, dass er quasi gesagt hat, also
also von der Bevölkerungsstruktur und so weiter und von der Zuspitzung, von der Polarisierung in der deutschen Bevölkerung wird es eben hinauslaufen auf den Kampf zwischen den Grünen und der AfD. Naja, wird wahrscheinlich so im Endeffekt sein. Das ist so ein bisschen, ja, ich möchte den historischen Vergleich gar nicht ziehen, aber letztendlich, du hattest ja früher auch dann in anderen vorherigen Demokratien den Kampf zwischen rechten radikalen Parteien und Kommunisten zum Beispiel, ne? Letztendlich. Ja, ganz interessant ist dann ja zum Beispiel der Vergleich so mit dem, mit England des frühen 18. Jahrhunderts. Ich meine, da hat man das ja auch so, dass man da, dass man da zwei Parteien hatten, ne? Whigs und was auch immer. Und genau. Und ich meine, da war das dann ja auch so, dass die sich mehr oder weniger immer abgewechselt haben, wer dort regiert hat, die sich dann, also einfach die Politik der vorigen Regierung komplett umgedreht hat, beziehungsweise ja, wegradiert hat und dann versucht hat, die vorigen Politiker einfach in den Knast zu stecken. Und das immer wieder und wieder so in die Richtung. Ja, ich weiß nicht, ob das der Vergleich so passend ist, weil das ja eben noch Oberschichtenpolitik war. Also die Whigs waren ja die Vertreter des Großbürgertums und die Tories die des Adels. Jetzt hat man ja so... Ja, aber ich meine halt weniger jetzt von der 1 zu 1 Vergleich, sondern einfach nur, dass jetzt zum Beispiel dass sich das auf zwei Gruppen sehr stark konzentriert, auf zwei politische, okay, in diesem Fall natürlich Parteien, und dass dann halt einfach, ich sag mal, sowas wie das Gefängnis einfach ein Berufsrisiko für Politiker sein wird. Ja gut, das sollte es ja sowieso sein, aber abgesehen davon, ich finde den Vergleich zu Spanien vor dem Spanischen Bürgerkrieg eher interessant, weil es dort eben dann eben Massenverbände gab, auch durchaus unterschiedliche Parteien, sage ich mal, die, also nicht zwei große Parteien, sondern auch 4, 5 Stück, und dass dort eben dann eben die Linken letztlich diesen Bürgerkrieg provoziert hatten, nachdem sie eben in einer Wahl verloren hatten und dann eben letztlich ungeduldig geworden sind, ihr politisches Programm umzusetzen. Also die äußerste Linke hat dann immer sozusagen die moderatere Linke gedrängt, dass ihre Landreformen und ihr Kampf gegen die katholische Kirche und ihr Kampf gegen den Adel und ihr Kampf gegen die restlichen Monarchisten nicht eifrig genug geführt worden ist. Und dann irgendwann hat halt eben eine linke Polizeieinheit den Chef der Oppositionspartei erschossen, einfach so abgeholt und erschossen. Und danach hat es dann eben diesen Putsch gegeben, der dann eben den Bürgerkrieg ausgelöst hat von Seiten des Militärs unter Franco. Also ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass es auf so ein Szenario, obwohl wir das auf jeden Fall nicht wollen, ganz einfach auch, ich meine, es gibt ja Leute, die das unbedingt wollen, aber so Bürgerkrieg, Hunger und Armut sind jetzt nicht gerade so angenehm, das habe ich schon mal in der Folge gesagt, aber so, also viele, ja, die dort generationistisch unterwegs sind, wissen, glaube ich, nicht, wie sich das anfühlt. So. Die Grundlage davon ist halt, dass man dadurch dass man daraus die Hoffnung sich spinnt auf einen politischen Wandel, den man sich sonst nicht für realistisch. Genau, aber das ist halt auch so ein bisschen so Wabonspielen. Ja. Also und man darf, finde ich, vergessen, also nach so einem Bürgerkrieg steht das Land natürlich noch beschissener da in vielen Aspekten. Also man hat dann vielleicht seine politischen Gegner weg, wenn man das unbedingt will, aber danach ist halt einfach das Land. Naja, aber gerade die wirtschaftliche oder die materielle Verelendung ist ja das, was viele Leute immer behaupten. Ja, ich meine, selbst, ich glaube, Fallersleben hat das doch behauptet, ja, nicht Mord, nicht Bann, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein, das muss noch kaum stärker, soll es von Wirkung sein. Und ja, das Zitat ist ja weiterhin bekannt. Also, und das ist ja den Leuten immer noch verankert, die halt immer sagen, denen geht's noch zu gut, ja. Und deswegen stehen sie quasi nicht auf gegen wen auch immer. Das mag durchaus sein. Nur die Frage ist, ob da nicht die gleichen Leute, die sich also dann heute das wünschen mit der Verelendung, nicht etwas, geschockt reinschauen werden, wenn dann mal die Verelendung da ist, die sie haben. Ja, oder? Sowieso. Die Leute, die sind ja jetzt schon unzufrieden quasi. Wenn es dann noch beschissen wird, dann geht's ja, eskalieren sie ja komplett, während die Leute, die halt jetzt noch nicht unzufrieden sind, halt dann so auf dem Level sind, auf dem die jetzt sind, sozusagen. Ja, mal sehen. Also, ja, das Ziel ist ja quasi den irgendwie der Steuer des Wagens übernehmen, ohne dass man das Ding erstmal komplett vor die Wand fahren muss. Na, also ich meine, so. Keiner will doch eigentlich, dass hier Leute verhungern, aber dann quasi durch auf einmal Leute sagen, oh mein Gott, ich hasse Merkel, aber es dann da schon viel zu spät ist, um sich dann zum Beispiel geopolitisch gut zu positionieren. Also beziehungsweise bevor man dann überrannt wird, ZB.
Ja, gut, also auch ist vielleicht ein anderes Thema mehr oder weniger, aber ja, also Bürgerkrieg sollte man sich eigentlich nicht wünschen, also außer man will halt im Zweifelsfall verhungern oder sterben, weil es keine Medikamente mehr gibt oder sowas. Gut, das mit dem Bürgerkrieg ist halt auch so eine Frage, wie sich so ein Bürgerkrieg überhaupt oder auch Krieg allgemein darstellt. Du hast ja die meiste, wahrscheinlich der größere Teil der Bevölkerung wird davon nicht so stark betroffen sein, wie halt irgendwelche, was weiß ich, ein paar weniger sozusagen. Ist ja im normalen Krieg in Anführungszeichen wohl, ist es wohl auch nicht letztendlich anders. Ich meine, es gibt irgendwelche Leute, die fahren in die Ukraine, machen da Urlaub jetzt noch, ja. Also das ist ja nicht so, dass dann immer überall gekämpft ist, sondern es gibt halt eine Front, wo gekämpft wird, ja. Also es ist so ein bisschen wie mit den, meinst du so, wie 2015 die ukrainischen Flüchtlinge, die machen dann auch wieder Urlaub so in Lemberg oder sowas? Machen sie ja jetzt schon, also wahrscheinlich mutmaßlich. Also da muss man nur selbst mal... selbst die Syrer haben doch Urlaub gemacht in Syrien, ja? Also ja, das wollte ja gerade Valentin, glaube ich, so genau. Formulieren. Also. Ja, das ist aber tatsächlich der Fall. Da muss man eben nur mal wieder in die Volksnachricht... Chinesischer Agent Torben muss wieder TikTok erstellen, ja? Nein, ich finde das einfach immer eine sehr gute Plattform, weil das einfach so die Höhen und Tiefen der menschlichen Existenz ganz gut darstellt, weil eben deshalb empfehle ich das auch immer der AfD und den aktivistischen Jugendbewegungen, macht euch einen scheiß TikTok-Account so. Das kann jeder Dulli, deshalb gibt es auch genug Leute, die dort irgendwie, wir sehen uns wieder in Valhalla von Santiano dort singen, während sie irgendwie einen Torshammer vorhalten oder Leuten, die dann irgendwie ihren Fußballverein dort vorstellen oder was auch immer oder halt irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, irgendwie geistesbehindert und dann zeigen, wie doll sie doch zur Bundeswehr gehen wollen und so weiter. Das sind jetzt mal nur so drei Beispiele, die mir in den letzten paar Wochen aufgefallen sind. Die Produktionskosten sind gleich null, der Aufwand ist gleich null und man erreicht dort im Zweifelsfall hunderttausende Leute. Also das beste Beispiel ist das Format ist halt Deutschland. So, auf allen möglichen anderen Plattformen sind die Leute, um das jetzt nochmal zu legitimieren. Auf anderen Plattformen sind die auch vertreten, da macht es keinen Unterschied. Oder da kann man auch TikTok sozusagen machen, ist ja kein Problem, klar. Ja, das ist sogar noch besser, weil ich meine, bei YouTube oder so gibt es eben noch diese, oder auch bei Facebook oder was auch immer, gibt es immer noch diese entwickelnden, hochentwickelten Zensurmechanismen. Das gibt es bei TikTok wirklich nicht. Also man wird da alles finden, von wer macht's Edit bis was auch immer. Also ja, also da kommt jeder auf seine Kosten und das trotzdem, ist eben auch trotzdem gibt es da auch Zensur, muss man natürlich bedenken. Das sieht man zum Beispiel bei Deutschland Total heißt das Format, was eben auch zwei junge Kerls irgendwie sind, die, glaube ich, irgendwo hier in Deutschland in der rechten Szene auch schon rumspringen oder so und die sich dort einfach einen Anzug angezogen haben und dann die Kamera mit so einer Nachrichtensprecherstimme sagen, wie scheiße halt quasi die Bundesregierung ist und dass man quasi gefälligst AfD zu wählen hat und so weiter und damit mehrere hunderttausend Aufrufe generieren mit einem Video, was eine halbe Minute lang ist. Und wo man einfach nur einen Typen vor eine Kamera stellt und der dann in die Kamera reinspricht. Ich meine, ich habe halt auch ein Video auf TikTok, das irgendwie 3 Millionen also hier Abspielung hat. Ist es das Joker-Meme? Nee. Okay, ja klar. Ja, aber, und dort, um auf den Punkt zurückzukommen mit TikTok, dort sieht man dann eben auch, wie eben irgendwelche Ukrainerinnen, die halt geflohen sind, dann irgendwie quasi ihre Lebensgeschichte der letzten paar Monate erzählen. Also dann letztlich erzählen, wie viel Geld sie dem deutschen Steuerzahler weggenommen haben. Und dort dann eben dann, also die Videos enden dann teilweise damit mit, ach ja, jetzt ist man wieder in Odessa. Oder auch Videos von Partys, die in Kiew gefeiert werden, wo also dort, naja, auch schön geheizt ist, sehr viel Licht und so weiter, so eine Hipsterbar irgendwie. Ja, Kiew. Ganz normal halt, ja. Achso, apropos schön geheizt, das habe ich ja auch schon gesagt. Das habe ich auch schon gesagt, dass man in einem 5-Sterne-Hotel einen Monat in Kiew billiger leben kann als in einer normalen Wohnung in Deutschland, ja? Genau, also der deutsche Steuerzahler darf diesen Winter zwischen Licht und Heizung entscheiden und gewisse andere Leute, können sich dann beides... Zwischen 4 und 5 Sternen, ja. Ja, können sich dann entscheiden zwischen Medium Rare und Well Done sozusagen. Können sich entscheiden zwischen Jacuzzi oder Badewanne. Sie können sich entscheiden zwischen Privatjet und Helikopter. Naja, gut, keine Ahnung. Ja, aber denn Bugatti sind für Opfer. Genau, ja. Hier in Kiew sind wir Topstars. Ja, aber grundsätzlich ist es jetzt ja natürlich bekannt, ja, klar. Uns zumindest.
Aber es stört halt trotzdem, die Leute, die, ja, ich möchte mich jetzt nicht darüber aufregen, dass die Leute nicht aufstehen sollen, endlich die Schlafschafe. Ach so, und ich weiß ja, dass wir hier einige Zuhörer haben, die in gewissen Wohnheimen leben. Und dort hatte ich schon mal mit so einem Herrn. Die ganzen Asow-Flüchtlinge im Asylantenheim oder was jetzt? Ach so, ähnlich, ja. Also, und mit einem dieser Herren hatte ich dann schon mal ein Gespräch darüber, wie man denn das kompensieren könnte, dass man quasi keine Heizung mehr hat. Weil das wohl schon teilweise der Fall ist. Und da wurde ja dann auch empfohlen, dass man quasi eine Auflaufform nimmt. Da stellt man dann Teelichter rein und dort würde man dann also einen Blumentopf draufstellen und dann würde das quasi wie ein Ofen funktionieren. Ja gut, Nur eine hatte mir jetzt Teelichtofen, das ist gestern ja jemand bekannt, ja. vorgerechnet, hatte mir jetzt gestern jemand vorgerechnet, dass man davon also 20 Stück in einem Raum bräuchte, um irgendwie sozusagen das um einen Grad oder so zu erhitzen. Also außer ihr wollt jetzt unbedingt ganz viel Geld bei Blume 2000 oder was auch immer ausgeben, wird das wohl, glaube ich, nichts mit der Hitze im Raum diesen Ja, Herbst der mehr. einfachste, also wirklich jetzt quasi wieder DSF-Finanztipp, wenn ihr nicht gerade in der Ukraine einfach lebt stattdessen. Ja, schafft euch einen Ofen an, also wenn ihr die Ja, Möglichkeit also habt halt und natürlich Holz, aber man möglich muss auch habt. dazu sagen, dass Holz auch im Preis steigt sehr stark. Dann geht in den Wald. Zieht euch halt einfach warm an, so, es gibt halt keine andere Möglichkeit, ja. Ja. Legt euch den ganzen Tag ins Bett oder so. Ja gut, das machen die meisten unserer Zuhörer sowieso. Ja, eben, das meine ich ja. Also eigentlich muss man gar nicht heizen. Heizen ist ein Scam. Und außer noch dazu ein weiterer Vorteil, gut, das ist natürlich problematisch mit der Stromrechnung, die natürlich auch teurer wird, aber wenn ihr eure PlayStation laufen lasst, heizt ihr auch den Raum ein bisschen auf. Genau, ja. Oder keine Ahnung, stellt eure Elektrogeräte, gerade die einen Stromanschluss brauchen, am besten einfach so auf den Laken oder sowas. Für längere Zeit, gerade so bei älteren Laptops oder sowas, das heizt eigentlich auch ganz gut. Nee, man muss halt Ja. dazu sagen, das ist halt jetzt fairerweise eine andere Sache. Also dieses mit der Heizerei könnte sogar tatsächlich ein bisschen problematisch werden, vor allem halt für Immobilienbesitzer. Bei Mietern ist es ja letztendlich egal, weil dann der Vermieter der Gefickte ist. Aber wenn du halt jetzt einfach nicht heizt, weil du halt sagst, okay, mir macht das nichts aus, so am Ende, was weiß ich, schimmelt halt deine Wohnung dann oder so, ja. Genau, Also ja, das ist das halt Problem. komplett, komplett geisteskrank eigentlich alles. Ja, ich meine so, ich hatte das ja auch die letzten paar Jahre und habe es teilweise immer noch, dass man mit Leuten zu tun hat, die also auch, also die, sage ich mal, etwas intellektueller diesen akzelerationistischen Standpunkt sozusagen vortragen. Und die dann auch, also zumindest bei den Intellektuelleren, dann eben auf den Punkt gekommen sind, von wegen, man müsste das eben akzelerieren, weil ja sonst nie was passieren würde in der Geschichte. Da habe ich dann noch 50 Euro gewonnen, weil ich gewettet habe, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren werden, die Also, andere Person ja, hat es gut, eben nicht okay. gewettet. Ja, also ist die Frage, wie man es sieht. Also, wenn man sagt, okay, Akzelerationismus wäre dann die Beschleunigung der Geschichte sozusagen durch eigenes Handeln. Viele sehen das ja sowieso, Akzelerationismus so komplett bescheuert teilweise, weil die Leute das den ganz, ganz, also einerseits ist es bescheuert, andererseits haben die Leute halt einfach eine falsche Vorstellung teilweise davon, was es überhaupt sein soll. Die sagen halt so, für die ist es quasi Akzelerationismus, dass die Leute jetzt im Winter frieren. Ist die Frage, ob das überhaupt die richtige Definition davon ist. Ja, also und dort ist dann eben die Auffassung verbreitet, dass also ja eigentlich nichts mehr in der Geschichte passieren würde. Die Geschichte wäre sozusagen vorbei, dieser Zustand wäre eingefroren. Aber man sieht ja ganz plastisch jetzt, langsam spürt man sozusagen am eigenen Leib sozusagen, wortwörtlich, weil einem kalt sein könnte, dass also Politik, das, gut, das ist nicht nur eine Widerlegung sozusagen der akzelerationistischen Weltauffassung, sondern auch natürlich der Linken auf jeden Fall, dass eben man irgendwie, ja, Politik jenseits der Naturgesetze, jenseits jeder Form von Vernunft und so weiter und der Lebensnotwendigkeit für immer treiben könnte, weil irgendwie wird das ja immer irgendwie aufgefangen. Ja, jetzt scheinbar nicht mehr. Also jetzt klopft wortwörtlich die Man Wirklichkeit sozusagen muss auch dazu sagen, ich an meine, die Tür. in welcher Welt hat denn die Geschichte, oder war denn das Ende der Geschichte erreicht? Also zumindest mal mit großen Schritten sind wir ja ohne Kriege und so weiter trotzdem in Richtung, was weiß ich, Totalitarismus halt letztendlich im Westen auch schon geschritten. Also könnte man jetzt auch mal bedenken, dass das halt auch, dass auch vor dem Ukraine-Krieg, wie auch immer man den, ich weiß gar nicht, ob Ukraine-Krieg überhaupt die richtige Bezeichnung dafür ist. Aber
Das auch davor eben nicht, das auch davor, spezielle Militäroperation. Genau, ja, eben vergesslich. Das auch davor eben einfach schon Dinge passiert sind halt oder auch weiterhin passiert sind, ja. Also sowas allein schon, nimm Corona, Stichwort Great Reset etc. bla bla, ja. Also es stand doch die Welt nicht still seit, was weiß ich, 45. Ja, sowieso nicht. Gut, damit ist, glaube ich, aber auch dieses Abgleichen in diesen sanften Totalitarismus gemeint, sozusagen. Dass wir also jetzt auf einem Kurs wären, der sozusagen hinführen würde zu dem, was auch ja, Herrn Söldner sehr stark rumtreibt. Also diese Vorstellung, dass wir dann irgendwann ja irgendwie in eine Maschine verpflanzt werden und dann vielleicht noch als transhumanistische Einheitsbrei da wacht, sozusagen am besten noch in so einem kollektiven Verstand sozusagen Wie verschmolzen, in dann diesem irgendwie. Matrix-Film, ja. Wobei das auch, Genau. ja, es sind da teilweise legitime, ich sage jetzt nicht Sorgen, aber legitime Prognosen, Und das, was diese Leute umgetrieben hat, war eben, Entwicklungen. dass es davon sozusagen kein Abbringen mehr Okay, gibt, sozusagen. ja, okay, verstehe. Und dass man deshalb diese systemsprengende Tat oder was auch immer, das Chaos überall befördern, wo man es machen kann oder so tun sollte. Gut, okay, das ist sinnvoll so, ja. Aber das ist mit diesem Transhumanismus und Ding und so weiter, ist jetzt auch nicht so abwegig. Also da passieren schon sehr viele Sachen, auch glaube ich in letzter Zeit. Auch so, was weiß ich, mit KI und alles Mögliche. Und ja, ist schon alles ganz geisteskrank. Wir sollten ja immer eine Transhumanismus-Folge aufnehmen. Aber das wird nicht heute der Fall sein. Gut, aber weil ich jetzt gerade eh das auch schon angeschnitten hatte mit Great Reset, Corona, was auch immer. Wir haben auch heute uns zum Thema gemacht, Corona-Maßnahmen, ja, wenn du magst, ganz Originelles. und zwar eine Art Zukunftsausblick, ja, was also uns denn zu erwarten hat im Winter in Bezug auf Corona. Ich meine, ich bin ja nach wie vor immer davon Verfechter, darauf zu pochen und zu sagen, es hat nie ein Ende der Maßnahmen gegeben, ja, weil man halt im Zug zum Beispiel immer noch Maske tragen muss. Aber ja gut, keine Ahnung. Weil ich weiß auch gar nicht jetzt, was jetzt überhaupt aktuell beschlossen wurde, als Fahrplan sozusagen für den Winter. Ich meine, es war ja auch mal zwischendurch die Rede davon, dass man ja eine Art Maskenpflicht, ähnlich der Winterreifenpflicht handhabt, ja. So Oktober bis Ostern oder so. Ja, ist auch wieder, glaube ich, bis 17. April oder sowas, so die Richtung. Also, soweit ich weiß, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so stimmt, aber jetzt quasi, nachdem beim Habeck rausgekommen ist, dass der dort ohne Maske War diese bei der Kanada-Reise FDP, dort bei der angetreten FDP ja hatte, neulich auch der Fall, ja. wird ja wohl jetzt der Maskenzwang bei Fernflügen abgeschafft. Auf der anderen Seite bleibt er in der Bahn. Er bleibt im öffentlichen Nahverkehr. Und FFP2-Maskenzwang herrscht dann wohl wieder in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, schieß mich tot. Ich schätze mal, ich meine, diesmal wurde mehr Autonomie an die einzelnen Länder abgegeben. Aber das heißt letztlich, dass ja, sich im Großen und Ja Ganzen die gut, Leute auch wieder übertreffen das werden ja, können, eben, damit ja, halt. das heißt, dass halt kein Bundesland keine Maßnahmen machen wird, so ungefähr, sondern die halt alle den Standard-Scheiß plus noch ein extra so an der Häufchen machen werden wahrscheinlich. Ja, Übrigens, also was ich falls gerade nämlich wir. angesprochen habe, wegen dem Bus- und Bahn-Ding, hier, du weißt ja, ob du es mitbekommen hast, das FDP-Wahlkampfteam anscheinend war halt auch ohne Maske einfach im Bus unterwegs, ja. Ja, gut, Seit, ja. Ihr Justizminister hatte ja auch gefordert, dass alle Maßnahmen zum 1. April 2021 abgeschafft werden, aber es war doch nicht so gekommen. Das ist aber auch noch so eine Sache, dass also auf der einen Seite sehr viel rumgeheult wird auf hohem Niveau, vor allem von den Julis natürlich auf den sozialen Medien, was die Linken alles falsch machen würden. Auf der anderen Seite, gut, Christian Lindner könnte jederzeit die Koalition aufkündigen. Irgendwie haben die das immer noch nicht geschnallt. Ja, ist halt, da klammert man sich halt lieber an das bisschen Macht, was man so hat. Ja. Ganz abgesehen davon, dass man ja eh, dass das jetzt eh kein Geheimnis ist, dass die FDP jetzt nicht an ernsthafter Opposition oder was auch immer interessiert ist wohl. Ja. Also, ich meine, sie sind ja auch nicht in der Opposition, ganz abgesehen davon, aber du weißt, wie ich es meine. FDP ist halt scheiße.
Gut, ich weiß, bist jemand von euch informiert darüber, was denn die Corona-Maßnahmen überhaupt werden sollen, ja? Ja, die Frage, also ich weiß wirklich nicht, ob sie kommen. Das ist das Ja, ich glaube, weiß nicht, Ding. ich glaube, Torben wollte das als Ja, also Einwurf quasi. das ist interessant. Ja gut, das ist interessant, dass Valentin das anspricht, weil die Frage ist ja wirklich, also wie umnachtet geistig sind unsere derzeitigen Machthaber? Also wir sind Und jetzt an einem unsere Punkt, wo Landsleute. man, ja gut, das ist auch die Frage. Gut, das könnte man wieder sagen, das hält sich immer meistens gegenseitig in der Waage, so dass es Man dann kriegt die keinen Regierung, die man Ausbruch verdient, so des ungefähr, Volkszornes gibt. Aber also ich glaube, dass doch irgendwann der Punkt erreicht ist, wo die Leute halt richtig angepisst sein werden und wo es nicht irgendwie großen nationalen Aktivisten dann irgendwie anfangen, die Politiker spontan zu besuchen, um es mal so zu formulieren, sondern halt Boomer Manfred Horst sozusagen, der also der kein Geld mehr hat, um sich Strom zu leisten, um auf Facebook zuzugreifen und der auch nicht mehr Bundesliga schauen kann und auch nicht mehr, weiß nicht, Schnitzel essen kann, so. Also dass die Leute das dann eben sind, die irgendwann, gerade wenn also die Kombination kommt aus Lockdown oder beziehungsweise Teil-Lockdown für Geimpfte, also für Ungeimpfte, also 2G oder sowas oder 1G plus oder was auch immer. Oder 2G plus oder sowas in die Richtung. Wenn das kommt, das würde, also ich meine, Sachsen ist ja sowieso die ganze Zeit kurz vor der Explosion. Also ich glaube, Ja, ich glaube, wenn ja. der Staat nicht letzten April oder letzten März schon mal begonnen hätte, sozusagen langsam wieder aufzumachen, wenn ich diesen Sommer gehabt hätten, wo bis auf letztlich die Maske im Krankenhaus so wieder relativ alles normal gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, also mehrere hundert Leute in Sachsen gegeben, die auch bereit gewesen wären, also härtere Mittel zu ergreifen. Ja, nicht, dass ich diese Leute kennen würde, das tue ich nicht, aber die Stimmung im Land war schon sehr angespannt, gerade in Sachsen und Umgebung. Sonst wären ja nicht 150.000 Leute in der Telegram-Gruppe der Freien Sachsen 30% und AfD jeden ist ja auch Montag schon mal aussagekräftig genug, ja. genau 30% AfD und jeden Montag irgendwie mehrere 10.000 Leute in irgendwelchen Käffern unterwegs. So, also da glaube ich schon, dass sich dann da der ein oder andere auch geopfert hätte, um, naja, Karl Lauterbach einen unangenehmen Besuch zu erstatten. Und das ist, glaube ich, auch im Hinterkopf gewesen, dass eben auch die Polizei überlastet war. Völlig überlastet war dadurch, dass eben verschiedene Demos auch stattgefunden haben, auch in verschiedenen Bundesländern ist dann übergegriffen und so weiter. Wir haben es ja alles journalistisch verfolgt, sozusagen, letzten Herbst auch. Und das ist, glaube ich, also da haben wir dann ja nochmal den Unterschied zwischen quasi den 20% Leuten, die also bereit sind, ihre Freiheit, also ihre körperliche Unversehrtheit sozusagen selbst in die Hand zu nehmen und sich da nicht von einem totalitären Staat was zu diktieren zu lassen, zu 50% der Leute, die eben bereit wären, also wenn dann eben mal sozusagen die Vorteile des Nachkriegslebens in Westdeutschland aufgehoben sind, nämlich halt Netflix, Pornografie, Fertigpizza und geheizte Wohnung, dass die dann auch bereit sind, auf die Straße zu gehen, dann hat man ja schon ein bisschen mehr Probleme als das. Und wenn man das dann noch kombiniert, müsste doch eigentlich selbst also der verblendetste Grün-Ideologe feststellen, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Und dass dann vielleicht zumindest die Corona-Maßnahmen mal, gerade wenn schon die WHO sagt, dass also die Seuche besiegt ist, auch wenn Na, dann immer als Lösung Joe gesagt wird, Biden hat ja auch müssen wir schon die letzte gesagt. Offensive, die letzte Impfoffensive sozusagen noch machen oder sowas. Ja, Joe Biden hat ja auch gesagt, die Pandemie ist Ja. vorbei. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Wir sind halt die einzigen Blödel sozusagen, die noch an dieser Scheiße festhalten, so ein bisschen. Naja, weil man darf nicht vergessen, also das liegt auch in den USA daran, dass es eben irgendwie so 100 Millionen bewaffnete Mitwestler gibt, die im Zweifelsfall also ja, die also nochmal eine andere politische Kultur haben, sozusagen, was das angeht. Auf der anderen Seite ist es aber so, also der WHO-Präsident hat ja immer noch darauf beruht, dass also Corona wäre zwar fast tot, aber die entscheidende Maßnahme gegen einen neuen Ausbruch wäre die letzte Impfoffensive, die wir nochmal antreten Ja, müssen, jetzt, global. so, dann aber wirklich, ja, dann war es das aber Dann aber wirklich. wirklich, genau, jetzt Ja. noch einmal sich nahe gehen, jetzt nochmal sterilisiert werden und also
weiß ich, Erbkrankheiten, wenn man dann noch Kinder kriegen kann und seine Kinder weitergeben, so, aber dann danach ist dann auch mal Schluss so. Dann, noch einmal ein Herzinfarkt und dann, dann ist Corona besiegt. Dann ist Corona besiegt, so. Vielleicht. Vielleicht. Aber ja, es ist halt alles so komplett geisteskrank. Man muss auch dazu sagen, dass dadurch, dass eben die Probleme, klar, wie du sagst, eben der Wohlstandseinbruch letztendlich, dadurch, dass der ja aktuell so schwer wiegt, spielt das mit den Maßnahmen, glaube ich, noch mal weniger eine Rolle. Das heißt, wenn du jetzt so eine Doppeldrangsalierung machen würdest, wäre es, glaube ich, noch mal schlimmer. Gut, okay. Und jetzt, wo wir schon von 30% AfD Sachsen gesprochen haben, in Prognosen, ja, gehen wir einfach mal zu, was weiß ich, wie viel, 26% Partei des Faschismus in Italien über, ja. und reden über die Italienwahl. Ja, die Spirelli d'Italia, ja. Ja, diese Nudeln oder ne, Melone, die Meloni. Ja. Toni Mahoni. Die lustigen Witze, ja. Ja. Keine Ahnung. So, ja, Greta Thunfisch versus Frau Melone. Wer würde gewinnen? Spaghetti Meloni. Ja, keine Ahnung. Also war ja, also vielleicht ist es für einige von uns auch irgendwie so ein bisschen eine weiße Pille sozusagen. Danach wird ja auch immer gefragt, dass wir die weiße Pille verteilen sollen. Das ist also nach diesem beeindruckenden Niedergang des Rechtspopulismus von 2018 bis 2022 jetzt auch mal wieder ein bisschen aufwärts geht. Ja, war eigentlich zu erwarten, dass es jetzt passieren würde in Italien, weil halt so, es gab diese populistische Koalition zwischen der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen bzw. regionalistischen Lega Nord, die ist dann zerfallen, und danach kam ja dann also mit ein bisschen Umwegen sozusagen diese EU-Kommissar-Regierung, also Mario Draghi, der vorher EZB-Chef war, ist dann als Ministerpräsident eingesetzt worden. Da wusste man ja eigentlich, also das ist ja so eine, das ist ja wirklich so eine so Präsidialkabinettsmaßnahme, so, ja, Reichskanzler Brüning wird mit Notverordnung nochmal im Amt behalten, sozusagen, weil man sonst die Auswirkungen fürchtet, die das aufs politische System haben würde. Und da die Linke in Italien jetzt auch nicht viel besser ist als die Linke bei uns, auch wenn das immer Leute behaupten, die Base traditionellen Kommunisten, die Tracht tragen, ja. Genau. So, das kann ich auch. Jetzt haben wir ja das Oktoberfest gehabt und quasi nochmal ein kleines Throwback sozusagen, Rückwurf auf unser Corona-Thema zu haben, wo natürlich auch alle sich aufgeregt haben, die Masken hier am Oktoberfest sind alle dicht gedrängt ohne, ja. Also jetzt können wir auf Ricarda Lang in Dirndl verweisen, um unsere Based Grünen zu framen. So. Ich würde dazu. Im Oktoberfest sollte man sich weniger Sorgen machen über die Weitergabe von Corona, über die Weitergabe von Geschlechtskrankheiten, ja, etc. Also, ja, gut, ja. Es spielt jetzt auch keine Rolle, jedenfalls eben überall Italien, ja. Ja, ist. Ja, ich bin der Bullshit, dass jetzt das Reboot von Mussolini jetzt zu einer Frau gemacht wurde. Ja, wenn Faschismus so toll ist, warum gibt es dann keinen Faschismus 2? Ja, gut, also ich meine, gerade aus deutscher Perspektive muss man sagen, also ein Sieg der Lega wäre einfach besser gewesen. Ja, du hast ja selber schon auch schon im Telegram-Kanal also geschrieben wohl, dass halt natürlich der italienische Faschismus letztendlich, vor allem mit der deutschen Minderheit in Südtirol, ich meine, okay, ohne jetzt, gehen wir mal jetzt nicht davon aus, dass die Regierung jetzt faschistisch ist, aber was auch immer, die rechte italienische, wie auch immer, dass die halt einfach der italienische Nationalismus antideutsch in dem Sinne sind, ja. So wie halt jeder Nationalismus gefühlt, der außerhalb, der um Deutschland rumliegt. Ja, also der italienische Nationalismus ist von Anfang an, also eigentlich immer schon antideutsch gewesen. Ist in gewisser Weise auch klar sozusagen, wenn halt Italien also als geeinte Macht sozusagen nie eine Rolle gespielt hat seit dem Untergang Roms, und das immer halt entweder von Deutschland, Frankreich oder auch Spanien regiert worden ist, dieses Land, dass es dann irgendwann natürlich eine Gegenreaktion gibt. Und die ist eben dann eben vor allem gegen Deutschland gegangen, weil es eben italienische oder sagen wir mal romanischsprachige Minderheiten ja auch immer im Machtbereich der Habsburger gab. Und das hat sich natürlich dann eher gegen Deutschland ausgelebt, auch
weil natürlich die Franzosen und die Italiener näher miteinander verwandt sind als die Deutschen und die Italiener. Mhm. Und der Unterschied war eben bei der Lega, dass sie ja eigentlich gar keine italienische nationalistische Partei ist, sondern die Lega ist letztlich die regionalistische, sagen wir mal, Interessenvertretung Norditaliens gewesen, Padaniens, wie sie es ja nennen, also die Zone, die dort eben am Fluss Po liegt, dort Mailand und Venedig und Arsch der Welt sozusagen. Parma, wo der nette Käse herkommt und so weiter, also Modena und so weiter, Florenz, das ist eher so Turin, das ist eher so das Gebiet, also wofür die sich eingesetzt haben, wo sie eigentlich auch den italienischen Staat auflösen wollten, das darf man ja nicht vergessen. Also zu Anfang war es so eine separatistische Partei. Wenn die Bayern-Partei Macht hätte quasi. Ja, nur die Bayern-Partei, die auch mal im deutschen Interesse wirkt sozusagen, weil das ist eben der Unterschied zur Bayern-Partei, dass sie halt einen antideutschen Kunststaat, nämlich Italien, auflösen würde. Und die Lega hat sich deshalb ja auch immer ganz, also aus dem gleichen regionalistischen Kalkül eigentlich immer ganz gut eingesetzt für die, auch für die Interessen der Südtiroler. Natürlich war das nicht ihr vorwiegendes Anliegen, sage ich mal, aber diesen römischen, sag ich mal, Zentralismus, also die sonst rechten Parteien, also vor allem eben die Fratelli d'Italia vertreten, hat eben die Lega nie mitgemacht. Das Ding ist halt nur, dass ich eben Salvini, also der Frontmann der Lega, der die auch italienweit relativ stark gemacht hat, hatten dann 30 oder 40% in Umfang ja zwischenzeitlich, dann eben es nicht geschafft hat, sich also aus dieser Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung wirklich was längerfristig rauszuholen. Also klar, es wurden zwischendurch ein paar Migranten abgeschoben und so weiter, aber diese Regierung ist eben, wie es in Italien üblich ist, sehr schnell gescheitert und man darf eben auch nicht vergessen... Das ist ja gerade das Stichwort, weil, wie du sagst, in Italien üblich schnell gescheitert. Die Italiener haben auch, glaube ich, nicht die Möglichkeit, irgendwie eine stabile Regierung zu formen. Ich weiß nicht, das ist im italienischen Wesen verankert. Ja. Das ist eben ethnisches Charakteristikum der romanischen Völker und gerade die Italiener, dass solche stabilen Regierungen, wie sie eben in Nordeuropa oder gerade in Deutschland zustande kommen, die dann auch gerne mal so 20 Jahre durchregieren, einfach unmöglich sind. So. Die Italiener wollen halt immer gerne den schnellen Wandel sozusagen, den Kick sozusagen. Da kommt ja noch dazu, dass eben Salvini also dann auf einmal sozusagen sich als etablierter Politiker gefühlt hat sozusagen. Und dann also selbst Kontakte ins Konrad-Adenauer-Haus geknüpft hat in Berlin. Ich meine, man kann ja gar kein etablierter Politiker in Italien sein, ja. Ja, gut, das geht relativ schnell, glaube ich, wenn man gut reden kann. Ja, auf jeden Fall dann eben versucht hat, sozusagen die Lega als eine anerkannte, also quasi die gegenteilige Bewegung zu Orban, ja. Orbans Fidesz, seine Bürgerpartei dort, die ist ja rausgegangen aus der Europäischen Volkspartei. Zur gleichen Zeit, als Salvini sozusagen versucht hat, die Lega dann in der Europäischen Volkspartei zu etablieren. So, was natürlich, naja, also man wollte sich halt irgendwie dann damit absichern, dass so eine Mitgliedschaft rausgekommen ist. Ist nicht passiert, aber es hat eben bei der Wählerschaft auf der italienischen Rechten, was ja eben alles einschließt von Faschisten, Monarchisten, Regionalisten, einfach Nationalisten und so weiter, hat man sich dadurch eben das Vertrauen zerstört. Also weil eben die große Politikwende, die man sich eben von Salvini versprochen hat, dann eben nicht eingetreten ist. Und dort ist dann eben die Fratelli d'Italia, die damals eben 2%, glaube ich, in Umfragen oder sowas hatte, dann eingesprungen und hat dann eben kapitalisiert, indem man eben fundamentale Opposition gemacht hat. Was ich auch interessant finde, also ich meine, diese Melonenpartei wird ja offiziell als postfaschistisch irgendwie bezeichnet. Was ich überhaupt, also jetzt gut, im italienischen Zusammenhang ist das mit dem Faschismus nochmal eine andere Sache, das gehört ja da irgendwie eher dazu. Aber was ich grundsätzlich auch interessant finde, jetzt unabhängig von Italien, dass also diese ganz, dass eigentlich Faschismus in der deutschen Rechten, in der neuen Rechten, sage ich jetzt, aber so extrem etabliert ist, ohne dass es irgendwie den Leuten bewusst ist, glaube ich. Ich meine, gut, es könnte daran liegen, dass man halt ein Ersatzprodukt zum Nationalsozialismus oder so gesucht hat, der noch vertretbar ist, ja, möglicherweise. Aber es ist halt so, dass gewisse Verlage, sage ich jetzt mal, die bringen ja ständig irgendwelche Bücher raus von irgendwelchen halt europäischen Faschisten, halt von was weiß ich, rumänischen Faschisten, von spanischen, italienischen, ukrainischen, was weiß ich, halt alles Mögliche. Ja. Also und der Faschismus ist eigentlich
so komischerweise so, so richtiger Konsens eigentlich schon fast. Also ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß auch nicht mal wirklich, was Faschismus ist. So, das, ich weiß, glaube ich, ein bisschen, es gibt, glaube ich, schwer zu definieren, ja, weil es halt einfach so eine Überbegriff von allen möglichen. Ja, gut, gibt es in der Forschung auch einige Debatten zu. Also, man sagt ja meistens, also eben, also Nolte hat ja die Definition gebracht, dass man quasi einen Anti-Bolschewismus schaffen wollte, der genauso radikal ist wie der Bolschewismus selbst. Oder eben dann auch die Definition, dass also eine Bewegungspartei sozusagen ist, die also antikommunistisch ist, antiliberal, antikonservativ, und die eben versucht, also im Äußeren den Nationalstaat zu stärken und im Inneren so eine Art nationalen Sozialismus sozusagen einzuführen. Naja, klar, so also im Großen und Ganzen ist ja schon der Führergedanke, Personenkult. Im Großen und Ganzen weiß man schon, was damit gemeint ist, ja, aber es ist eben wirklich interessant, dass auch die Vorwürfe gegen die Rechten von links, ich meine, klar, Antifaschismus und so weiter, klar, aber dass die nie so konkret auf Faschismus berufen eigentlich, beruhen, finde ich interessant zum einen, weil halt niemand sagt irgendwie, ja, jetzt hier die neue Rechte publiziert irgendwie alle möglichen faschistischen Autoren oder so, sondern na gut, das gibt es schon bei einigen. Schon so ab und an mal, ja, aber es ist jetzt so im Großen und Ganzen nicht so der Konsens, sondern es ist halt einfach nur so dieses stumpfe, verfassungsfeindlich, bla bla bla, rechtsradikal, Nazi, sonst was. Wahrscheinlich, weil auch die Deutschen selbst mit Faschismus nicht so viel anfangen können, dass das als Diffamierung nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber es ist eben interessant, dass auch das, obwohl eben dieser, ja, ich sage jetzt einfach mal Literaturkanon, was weiß ich, so sehr faschistisch aufgestellt ist in Teilen, ist es nicht Konsens, dass die neue Rechte, oder dass man sich als faschistisch sieht. Oder sich auch, gut, sich so bezeichnet sowieso nicht, wahrscheinlich wäre das auch ein bisschen Bad Optics, ja, aber keine Ahnung. Faschismus ist, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich selbst als Faschist bezeichnet hätte, glaube ich, in der deutschen Rechten. Zumindest nicht mehr seit dem Jahr 2017. keine Ahnung, also es ist ja auch einfach was Fremdes. Also das hat ja auch Höcke in seinem Buch geschrieben damals. Und das trifft eigentlich ganz gut den Punkt. Also der Faschismus ist aber ja... Aber in der Fremde liegt ja für die deutschen Rechte sowieso das Heil, ja. Ja, auf jeden Fall, also es ist halt, der Faschismus ist halt in Italien dann vor allem, aber auch ja in anderen südeuropäischen Ländern vor allem dann eben der Weg in die Moderne gewesen, den ja Deutschland so gar nicht mehr gehen musste. Also natürlich hatten wir mit dem Nationalsozialismus, darf man nicht vergessen, auch eine hypermoderne Ideologie. Also das darf man nicht vergessen, so dass halt natürlich dass Technologie etc. Also dieses Völkische, daran haben einige geglaubt, aber es war im Großen und Ganzen Makulatur. Ja, man hat dann eben die Bilder von irgendwelchen tanzenden Bauern unterm Hakenkreuz, während halt Robert Ley letztlich eine Diktatur der Gewerkschaften aufgebaut hat in der Wirtschaft. Und während wir auch eine Art Planwirtschaft sozusagen in Deutschland hatten, die sich dann eben nur Denkungswirtschaft nannte. Wo man dann eben den Betrieb nicht weggenommen hat, also weil man muss ja nicht alles so dumm machen wie in Sowjetrussland, aber wo man eben letztlich trotzdem den Leuten diktiert hat, was sie zu machen haben. Ja klar, man hat halt so eine Art. Auch diese riesen Bauprojekte und sowas von Albert Speer, das ist ja alles nichts Traditionelles, sondern das ist alles hypermodern gewesen und ja, so weiter. Wie gesagt, halt auch die technische, was auch immer Ausrichtung, aber sowas wie der Rundfunk oder die Medien oder die Filme damals auch genutzt wurden und so weiter, das war ja auch in dem Sinne, ich weiß nicht, ob man das als das modern bezeichnen kann, aber ja, also grundsätzlich ist ja, sehr viele, aber auch technischer Vorreiter, der mal letztendlich war, sowas wie das Düsenflugzeug oder so, das erfunden wurde, oder die erste, ja, was weiß ich, Langstreckenrakete, keine Ahnung. Ja, aber der Faschismus ist da eben nochmal, also ich meine, selbst jemand wie Nolte, der eben dort diese Einheit dieser beiden Bewegungen sozusagen betont, was auch jetzt nicht so abwegig ist, man könnte sogar so weit gehen, sage ich mal, dort eine gesamtzivilisatorische Einheit der Bewegung Bolschewismus, Nationalsozialismus, Faschismus und New Deal Politik in Amerika sozusagen zu postulieren. Das wäre jetzt nicht so weit gefasst, weil überall halt starke Eingriffe des Staates in die Wirtschaft stattfinden. Überall so eine Art Totalitarismus, überall auch Personenkult um die Personen, die sozusagen das sozusagen vollziehen und dann überall so eine gewisse Ausprägung dieser Volksgemeinschaftsideologie sozusagen, ob das sich jetzt im
bolschewistischer Manier sozusagen in marxistischen Termini oder dann eben als Volksgemeinschaft in Deutschland ausdrückt oder in Amerika dann auch noch als also in anderer Form so. Aber ja, es ist glaube ich einfach, also das, was wir heute mit dem Begriff Faschismus sozusagen eher verbinden, sage ich mal so, also wenn wir jetzt also über Italien reden oder so, das ist uns glaube ich einfach irgendwie fremd von der Ästhetik her, von der Art und Weise, wie Mussolini seine Politik betrieben hat, von den Zielen, die das hatte. Also ich glaube auch, dass viele einfach irritiert sein werden, wenn sie mal wirklich also außerhalb der Ästhetik daran gehen werden, weil sie dann eben zum Beispiel über Mussolini lesen werden, dass ja, irgendwie Mussolini war auch so ein Marxist quasi, ja. Ja, er war ja Marxist, also ja. Das darf man auch nicht vergessen. Er war nicht nur Syndikalist, sondern er war Marxist, bis er halt dann auch aus marxistischen Motiven, das kann man alles bei Nolte nachlesen, dann eben für sich den italienischen Nationalismus entdeckt hat. Und der Faschismus war auch lange Zeit sehr links, also dieses Meme Linksfaschismus, das ist auf das super anwendbar, weil der Faschismus selbst halt lange Zeit mega links war, bis er dann halt aus der Notwendigkeit ein Bündnis mit der Kirche und vor allem den König einzugehen sozusagen zurückgesteckt hatte. Und als dann sozusagen König und Kirche sich 1943 wieder gegen den Faschismus gestellt haben, ist der Faschismus wieder super links geworden. Also der Mussolini-Staat Norditalien hieß nicht umsonst Sozialrepublik Italien oder italienische Sozialrepublik. Und man hat damals dann auch wieder versucht, Landwirtschaft zu kollektivieren, Betriebe zu verstaatlichen und so weiter. Also das darf man nicht vergessen. Aber das, also die ganze Art und Weise, wie sozusagen der Faschismus gestaltet hat, ob das jetzt in Italien ist oder auch also mit der Legion Erzengel Michael zum Beispiel in Rumänien, wo ich da Salazar und Franco rauslassen würde, weil das keine Faschisten waren. Das waren autoritäre Konservative, die sich Stilelementen bedient haben. Aber auch so in Frankreich und so weiter, wenn man das mal ideologisch anguckt und von der Praxis dieser Bewegung her und auch wenn die Regierung gerade in Regierungsverantwortung gekommen ist, ist uns Deutsche, glaube ich, völlig fremd. Das Übersehen. Was jetzt auch wieder erklärt übrigens, warum die neue Rechte so sehr auf den Faschismus abfährt, weil er so sozialistisch ist, ja. Ja, das darf man eben nicht vergessen. Kleinen Seitenhieb also, zu machen. Ja, nee, ganz interessant. Bekanntlich ist es ja auch so, dass gibt's doch dieses Peter Griffin Meme, wo so ein Typ da steht mit der Hautfarbe, ja, mit dem. Und dann weiß es dann halt, wer weiß, ist es man Nazi und wenn man irgendwie braun ist, ist man Faschist ungefähr. Was ja, auch nicht ganz so stimmt, weil ich glaube, dass der Nationalsozialismus sich auch nie als in dem Sinne weiße Ideologie betrachtet hat, sondern halt vielleicht noch germanisch, ja, aber halt vor allem eben deutsch, ja. Ja. Ja gut, dann wäre das ja mit der Hautfarbe trotzdem so gegeben. Ja, natürlich wäre es so gegeben, trotzdem, ja, aber aber ich meine im Sinne von, ich glaube nicht, dass der Nationalsozialismus als Exportprodukt sozusagen ausgelegt war, während der Faschismus in dem Sinne halt eigentlich genau, einen universalistischeren Anspruch, wenn man so will, hat. Ja. Genau, also das ist eben auch nochmal eine Unterscheidung vielleicht, dass eben ja Mussolini auf der einen Seite, also ja doch noch, also sehr stark die ganze Zeit marxistisch gedacht hat, das darf man eben nicht vergessen. Und er hat doch nur 1918, 19, glaube ich, sehr positiv über Lenin gesprochen und so weiter. Also als die faschistische Partei schon gegründet war, in ihren Kinderschuhen war. Und dass ihn aber dann eben, als er dann den Faschismus sozusagen als, in Anführungszeichen, rechte Doktrin sozusagen etabliert hatte, dass ihn das dann sozusagen sehr gereizt hat, gegen Moskau ein Gegengewicht zu machen, dass also Rom sozusagen zum Gegen Moskau wird und dass es sozusagen dann gegen die kommunistische Internationale gestellt eine faschistische Internationale gibt. Das hat sich dann letztlich so nicht ergeben, auch weil eben die verschiedenen faschistischen Bewegungen natürlich nicht zentral gesteuert waren. Also es gab das Vorbild Rom, gab das Vorbild Mussolini, das dann aber immer sehr stark abgewandelt genutzt wurde. Also das Beispiel ist ja, dass es halt in Deutschland eine Gesellschaft zum Studium des Faschismus gab, aber das ist jetzt nicht so wie, weiß nicht, der kommunistische Schriftstellerverbund oder sowas, sondern das waren eben deutsche Militärs und Industrielle vor allem, die dann eben geguckt haben, also wie könnte man am Beispiel Mussolinis eine autoritäre Regierung in Deutschland einsetzen, aber also es ging nicht mal wirklich darum, sozusagen eine faschistische Partei in Deutschland aufzubauen, sondern sozusagen zu lernen, wie man sozusagen den Kommunismus besser unterdrücken könnte. Also mir fällt gerade in England gab es ja auch einen Faschismus, ja. Genau, und also oder auch, dass die verschiedenen Parteien natürlich, also
gegen, also immer sich auf ihren Nationalismus berufen haben und deshalb auch zum Teil ja gegenteilige Gebietsforderungen aneinander gestellt haben. Also serbische und kroatische Faschisten oder französische Faschisten und italienische Faschisten zum Teil ja auch. Oder in Ungarn und Rumänien und so weiter. Also das hat ja nie wirklich funktioniert. Ja, oder italienische und kroatische, ja. Italienische und kroatische natürlich, also wem gehört Fiume bzw. Rijeka? Oder so gesehen, wenn du so willst, ja auch deutsche und italienische, also deutsche in dem Fall Nationalsozialisten, ja, natürlich. Nationalsozialisten, also Hitler hat ja quasi in seiner aus diplomatischen Gründen schätze ich jetzt einfach mal, halt auf Südtirol zum Beispiel verzichtet. Weswegen viele Südtiroler ja sogar irgendwie, das ist quasi das, was die Südtiroler oft Hitler sozusagen übel nehmen, ja. Ja gut, zu Recht, also. Naja, ich meine nur, dass es das, was Hitler normalerweise übel genommen wird in der Geschichte, ist bei denen halt, das ist halt irgendwie ein ganz anderes Bild davon, habe ich mir mal sagen lassen. Ist halt nicht so angenehm, mit Italienern zusammenzuleben. Die sind das immer sehr haben wir ja auch, Südtirol. Haben wir ja auch erlebt durch die. Wie heißt das Ding? Gastarbeiter. Fremdarbeiter. Naja, gut. Italien. Jetzt haben wir noch gar nicht. Jetzt haben wir zwar irgendwie. Genau, was immer über, das ich möchte jetzt gerne noch weiter über die italienische zukünftige Regierung hetzen. Also, zum einen, ja, klar, eine Frau ist schon mal problematisch. Zum anderen, das habe ich auch. Das gab es ja auch einen Artikel in der Tagesstimme. Oder einen Kommentar von diesem einen Autor da, Julian Scherntaner, wie der Typ heißt, ja. Was wir auch geteilt haben, wo er es eben rausgearbeitet hat und was auch die Runde, sage ich mal, gemacht hat, auch so ein Attila Hildmanns oder so, haben da, ich hab so ein Video gesehen von ihm irgendwie, wo er so etwas erzählt, da drauf eingegangen ist. Also diese Meloni ist halt sehr stark westgebunden zum einen, ist halt in irgendwelchen komischen, dubiosen Vereinigungen Mitglied, die halt wieder über zwei Ecken Verbindungen zum World Economic Forum haben und so weiter. Hat auch sehr stark sich für die Impfung eingesetzt, hat sich öffentlich impfen lassen und so weiter, so das ganze Zeug. Also ist jetzt auch nicht der ideale Staat sozusagen, also nicht mal aus deutscher, was auch immer Sicht, sondern es ist halt, selbst dieses Based Italien-Meme bröckelt halt dann daran schon, ja. Also ja, noch dazu. Und halt also pro Ukraine sowieso, gut, aber das ist ja nochmal was. Man kann viel auf den braven Michel sozusagen schimpfen, aber man darf auch nicht vergessen, dass also der Widerstand gegen die Impfung in Deutschland, in Westeuropa der größte war. Also in der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz. Hätte es ja zum Beispiel in Frankreich, gab es ja auch keine wirkliche rechte Partei, die gegen die Impfung war. Also Zemmour hat es gar nicht zum Thema gemacht. Und Le Pen war ja eher auf dem Kurs, so, ja, man sollte die Lasten gerechter verteilen, also wieder so auf dem sozialistischen Kurs. Mhm. Aber da gab es ja wirklich keine Partei, die also konkret Anti-Impfung war. Von der Vox aus Spanien, da mag mich jemand, der die Spanischen besser mächtig als ich, der sich da mehr mit auseinandergesetzt hat, sind jetzt auch keine großen Stimmen gegen die Impfung gekommen und so weiter und so fort. Man kann das weiterführen wie sonst was. Du kannst ja auch die Impfquoten, die anschauen, die in Deutschland relativ niedrig für Westeuropa eben sind. Genau, sind die niedrigsten in Deutschland, also in der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz. Während die eben in romanischen Staaten trotz auch zwischenzeitlich natürlich wieder ein bisschen Randale und sowas, aber das ist ja klar bei den Romanen, so bei den Welschen. Die randalieren halt gern. Also das ist genauso wie halt jedes Jahr die Gewerkschaft dort Paris anzündet und die TGVs dann nicht mehr fahren, aber das ändert dann letztlich auch nichts daran. Ja, ich würde vor allem sagen, diese ganze Geschichte von wegen, also wann war denn halt überhaupt jemals Italien jetzt so based? Ich meine, die können ja nicht mal Milch trinken, ohne sich einzuscheißen. Ja, gut, ich sage, es wird ja jetzt quasi wieder based in der Theorie, weil die Leute natürlich, also, wobei man sagen muss, dass das, glaube ich, dieses extreme Abfeiern dieser zukünftigen italienischen Regierung, das habe ich das gar nicht mal so mitbekommen. Insofern müssen wir da gar nicht mal so krass in Opposition dazu sozusagen gehen, sondern ich denke, dass schon das Bild relativ differenziert war, das, was ich mitbekommen habe von den Leuten, was die eben auch selber schon hatten von dieser Meloni. Ne? Also sprich, all die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, waren den Leuten, glaube ich, schon von sich aus bewusst. Aber wenn sie natürlich trotzdem diesen Rechtsruck mit Wohlwollen beobachten, was wir ja auch letztendlich irgendwie tun. Ja, können wir ja auch noch kurz auf Schweden, auf die Wahl eingehen, ja. Also, was halt scheiße wäre jetzt halt so, wenn jetzt sozusagen dann wieder so eine Italienisierungspolitik in Südtirol angefangen wird. Da ist dann auch, glaube ich, meine Toleranz für eine italienische Rechtsregierung beendet.
Also es ist natürlich schön, wenn die halt die Grenze unten dicht machen, damit weniger Leute aus Afrika oder Mitte und Osten nach Europa kommen. Aber da geht eben auch das eigene Volk, würde ich mal sagen, vor. Und ich werde jetzt nicht also für eine angeblich based italienische Regierung halt Südtirol opfern. Ja, das ist ja das Ding, ja. Das wäre wie wenn man sagt, okay, based Polen, die besetzen, weiß ich nicht, Preußen, ja. Ja, based Polen, die bringen zwar Leute in Oberschlesien um, weil sie Deutsch sprechen oder weil sie dort deutschsprachige Bürgermeister sind, aber ja, zumindest lassen sie keine Musels rein. Schicken sie nur weiter bis Frankfurt oder wo sie dann in den Regiozug fahren und dann in Berlin sind. Ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, weil wir jetzt vom Rechtsrückgebenden angeschnitten haben, ich würde auch nochmal kurz auf die Schwedenwahl eingehen. Die Schweden, ja, ja. Denen langt es ja auch so langsam. Ja, das ist ganz interessant, weil also auch meine finnischen Bekannten sagen immer, dass so die Schweden zwar eine hochfunktionale Gesellschaft sind, also du kannst, das wurde mal von einem Finnen mir gesagt, würde mich auch nicht wundern, ja. Du kannst 300 Schweden irgendwo in der Wildnis aussetzen und du wirst innerhalb von wenigen Wochen eine funktionierende Gesellschaft haben. Meinst du, das wird so mit Deutschland halt, wird halt sich ähnlich verhalten wie mit den Deutschen halt auch, ja. Also, genau, also das ist auch, also es gibt die, halt, das ist ja auch der Grund, warum dieses System auch, überhaupt so funktioniert, ja, weil halt einfach Deutsche sind auch gefühlt, sag ich mal, die Deutschen unter den Skandinaviern, also die sind die gewesen, die also auch im 18. Jahrhundert dann versucht haben, so eine Art imperiale Sendung auszuleben, hat dann nicht so geklappt. Auch dann im 20. Jahrhundert in Richtung so eine, also bei uns dieses Volksgemeinschaft, bei denen dieses Volkheim, also Volksheim, und dann eben eigentlich das gemacht, was auch die Österreicher gemacht haben, eben neutral geblieben und also sehr viele Parallelen in der Entwicklung, sag ich mal, zwischen den beiden Völkern, sind ja auch verwandt miteinander. Also wir mit den Schweden. Der Volkslehrer sagen würde, wir kommen ja beide aus Atlantis. Ja, eben, deswegen, also die ich sage jetzt mal, Grundlage ist halt, liegt halt, klar, deswegen kannst du halt eben so eine funktionale Gesellschaft aufbauen mit sowohl Schweden als auch Deutschen, ja. Auch wenn man sagen muss, das Interessante ist, dass also quasi denen auch zu Recht attestiert wird, dass sie eine sehr konformistische Gesellschaft sind. Mhm. Und das halt, das hieß also, dass sie im 19. und 20. Jahrhundert dann die Leute waren, die am härtesten also Eugeniker waren. Und die auch am härtesten diese Überlegenheit der nordischen Rasse sozusagen nach außen hin propagiert haben. Also bei den Rasseanthropologen wird man einige so, nicht umsonst einige schwedische Namen finden. Sozusagen sogar sagen überproportional viele. Also Rassenhygiene, Eugenik und so weiter, das war das Ding in Schweden eine Zeit lang. Lustigerweise auch parallel zu dem sozialdemokratischen Zeug, das man damals hat. Muss man sagen, in Schweden, das ist in Deutschland, das ist ja in Deutschland auch so. Also grundsätzlich ist dieses, was wir eben vorher hatten, die Italiener haben das eben nicht so, dass sie überhaupt, die wechseln halt ihre Regierung irgendwie und schmeißen die halt in 2 Jahren raus, wieder so ungefähr. Während das in Deutschland halt einfach diesen extremen, ja, wie soll ich sagen, dieses extreme Stabilitäts, nicht Bedürfnis, aber einfach, aber das ist halt einfach so, dass das dieses Stabilitätsding eben ist oder halt auch diese Unterwürfigkeit letztendlich, muss man sagen, vielleicht. Sprich, ja. das was halt, Das Tendieren dazu zum Konsens sozusagen. Ja. Das hat man halt anscheinend bei germanischen Völkern mehr, ja. Ja, aber so bei den Schweden wohl sehr, sehr krass. Also das sagen ja auch ihre Nachbarn sozusagen. Die Dänen, vor allem die Finnen, die betonen das immer sehr stark, dass die Schweden also das hätten. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in der politischen Kultur des Landes. Dass es eben also, das ist also seit 1930 herum fast durchgängig die Sozialdemokratie regiert hat in diesem Land. Das hat natürlich zu dem geführt, wofür Schweden in den letzten Jahren eben bekannt gewesen ist, und es war ja weniger Ikea und Astrid Lindgren, sondern mehr Göteborg und Malmö. Ja, naja, klar. Aber irgendwann war dann wohl auch der Kipppunkt erreicht, auch weil die Schwedendemokraten in vielen Dingen sich der schwedischen Mehrheitsmeinung, die ja doch sehr, naja, so ist, wie sie ist, gut kann man das Beispiel bringen, ja, für die schwedische Mentalität oder Einstellung, ist ja The Golden One, was ja so ein, also so wahrscheinlich einer der rechtesten Schweden ist, der heute auf dem Planeten existiert, bei einer NPD-Demo in Stralsund vor ein paar Jahren war und sich dort bei der NPD für den Einfall der Schweden im 30-jährigen Krieg entschuldigt hat. Das ist die schwedische Mentalität. Ja, und sehr gut. Das hieß natürlich, dass also die Schwedendemokraten sich sehr stark pro Spul eingesetzt haben, sehr stark auch betont haben, wie sehr also
dort, also integrierte Migranten und so weiter, doch, also es ist, die Partei ist sozusagen national stürzenbergerisch, kann man vielleicht sagen, in vielen Jahren. sie ist quasi so die Meutenpartei. So. Ich würde sagen Stürzenberger, weil eben auf der einen Seite, also dieses Thema Islam runterschwulen, Fahne hoch sozusagen, eben, ob das jetzt genau der Einstellung der Mitglieder entspricht, ich meine, das ist eigentlich eine hart rechte Partei in den 90ern gewesen. Aber auf jeden Fall hat man sich da sehr stark angepasst. Ich sage ja immer so ein bisschen, der Erfolg gibt ihnen gewisserweise recht. Also das hat natürlich Grenzen irgendwo, aber sie haben ja einen sehr guten Erfolgsweg eben hingelegt, weil sie in den letzten Jahren kontinuierlich immer ihre Wahlergebnisse gesteigert haben. Genau, der Jimmy Akerson oder wie er heißt dort, macht das auch sehr gut und jetzt haben sie eben die Ergebnisse eingereicht, die eben letztlich dazu geführt haben, dass diese linke Parlamentsmehrheit aus Linksliberalen und Sozialisten dann eben gebrochen worden ist und jetzt ist eine nominell rechte, also von den Liberalen über die Moderaten heißt es, glaube ich, die Konservativen und dann eben die Schwedendemokraten dann existiert. Ob daraus was wird, ist die Frage. Also ich glaube, die Regierungsbildung ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht abgeschlossen. Es wäre natürlich zu begrüßen, wenn also zumindest das Innenministerium dann mal an eine, ja, das ist mal doch relativ dezidiert rechte Partei sozusagen geht, damit dann Schweden auch weiterhin ein germanisches Land bleibt und nicht ein somalisches. Somalisch, sehr gutes Wort. Ja, natürlich, klar. Aber man muss auch sagen, Schweden. Ich meine, es gibt ja auch, kann man vielleicht auch noch so anschneiden, es gibt ja auch die Alternative für Schweden tatsächlich, die halt quasi aus der Jugendorganisation entstanden ist, soweit ich weiß, von dieser Schwedendemokratenpartei. Genau, weil die Schwedendemokraten haben halt die rausgeworfen und dann haben sie ihre eigene Partei gegründet. Genau. Das ist auch wieder so eine lustige Anekdote, politisch keine Rolle spielen. Dass die Schwedendemokraten zwischendurch mit so einem antideutschen Ressentiment gespielt haben und dort in der U-Bahn in Stockholm, glaube ich, so ein Plakat aufgehangen hatten, wo sie dann gesagt haben, irgendwie nie wieder deutsche Vorherrschaft und dann irgendwie so eine schwarz-weiß-rote Fahne lustigerweise durchgestrichen. Und dass dann die Schwedendemokraten, also auch mit einer, mir fällt jetzt nicht mehr genau die Details ein, aber dass sie dann eben damit reagiert haben, den sie halt gesagt haben, warum pickt ihr jetzt hier auf Deutschland rum? Ja, also wir sind halt konsequent schwedische Nationalisten sozusagen. Wir müssen das dann nicht, also da müssen wir auch nicht so tun, als würden jetzt hier die Deutschen regieren. Also das sind andere Gruppen sozusagen. Ja. Die Sozialdemokraten. Aber so ja, ich meine, ist überhaupt in Schweden so die Perspektive, die Deutschen regieren? Das ist ja genial, ja. Na gut, vielleicht ist es auch so ein Ding wie, dass dann irgendwie, das heißt ja auch immer genutzt wird, um Polen zu verteidigen, wo dann gesagt wird, naja, die hassen ja uns nicht, aber die hassen uns ja wegen den Flüchtlingen, wegen Merkel und so weiter. Ja, das war bei den Polen nicht stimmt. Das ist auch ganz komisch, wie das dann dahin gekommen ist, weil die Schweden ja traditionell deutschfreundlich sind. Also im Ersten Weltkrieg war eine sozialdemokratische Regierung kurz davor, auf der Seite des Deutschen Reiches in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Und Und der Golden One hat sich ja auch entschuldigt für den 30-jährigen Krieg. Genau, der Golden One hat sich entschuldigt für den 30-jährigen Krieg, so. Dann sehe ich dieses Thema jetzt als abgehakt. Ja, also. Also das Thema 30-jährigen Krieg. Ich meine, selbst der Einfall im 30-jährigen Krieg darf man nicht vergessen. Also, Gustav Adolf war wohl kurz davor, sich also zum protestantischen Gegenkaiser auszurufen, um dann also so ein sozusagen gemeinsames deutsch-schwedisches protestantisches Reich aufzubauen. Und die sind ja auch explizit angefangen als Verteidiger der deutschen Protestanten und der deutschen Freiheit und so weiter. Und ja, im Zweiten Weltkrieg hat Schweden trotz alliierter Drohungen, also seine diplomatischen Beziehungen und seine Handelsbeziehungen am 31. Dezember 1944 beendet. Das war die letzte Eisenerzlieferung dort aus dem Norden. Die haben also so lange, wie sie konnten, das weitergemacht. Also war quasi die spezielle Militäroperation Gustav Adolfs nur dazu da, um die unabhängigen Republiken Preußen und weiß ich nicht, Norddeutschland zu schützen. Ja. Ja, das war ja nur eine Entkatholisierungsaktion. Na dann. Dann ist es ja legitim, dass die ganzen Brutalitäten, die da geschehen sind. Naja, gut. Aber das ist halt auch schon, wie lange ist das her? 500 Jahre? Es ist jetzt nicht so, in die Richtung. Wenn wir jetzt jedes Volk und jeden Staat, jedes Land, was auch immer, mit denen wir irgendwie mal Krieg hatten oder sonst was, da kommen wir auch keinen Grund. Es ging nur darum, dass es sehr
unnatürlich wirkte, dass jetzt plötzlich die Schwedendemokraten die an die deutsche Karte spielen. Das mag vielleicht im außerdeutschen Rechtspopulismus funktionieren, aber das ist halt nicht sehr angepasst an das schwedische Wählerklientel, weil dort ist, wie gesagt, also eine Anekdote, die ich auch gehört habe von einem schwedischen Bekannten war, also welche Zeitung liest sein Vater? Das ist der Spiegel. So, also das ist die ausländische Zeitung, die dort gelesen wird. Also das wird sich. Gut, dann würde ich auch Deutschland hassen, ja. Und auch seit, ja, okay, gut. Aber da wird sich letztlich seitdem das Christentum eingeführt oder eigentlich schon länger. Also ich meine, das sind ja zwei verschiedene, also eigentlich beides germanische Völker so. Also da wird sich eigentlich schon immer daran orientiert, was in Deutschland los ist. Die Pastoren wurden bis vor ein paar Jahrzehnten alle in Halle ausgebildet, die lutherischen Pastoren. Und Deutsch war da immer die große Kultursprache. Deshalb ist es komisch. Man muss ja auch dazu sagen, dass das schwedische Volk, also der schwedische Staat oder was auch immer, natürlich nicht die Größe vom deutschen Staat hat oder deutschen Volk, historisch was auch immer gesehen. Aber das liegt ja auch unter anderem ganz einfach daran, dass sie auch einfach gar nicht die Männer, die Mannstärke dazu haben. Jetzt mal angenommen, dass jetzt von mir aus 1% eines Volkes dann irgendwie zu großen Leistungen sich heraufschwingt, das ist halt in Deutschland trotzdem eine größere Pool dann an Personen als in Schweden, ja. Klar, Schweden hat 8 Millionen Einwohner, Deutschland 80. Also, wir haben 10-mal so viele Einwohner. Das ist ja klar. Naja, also. Und insofern ergibt es schon auch Sinn, dass sie so ein bisschen auf uns aufschauen, vielleicht. Genau, also wir sind ja sozusagen der große Bruder. Also, wie gesagt, es ging ja nur darum, dass sozusagen diese antideutsche sozusagen Reaktion im schwedischen Rechtspopulismus relativ komisch ist, weil es völlig ahistorisch ist und auch völlig fremd allen. Davon habe ich aber zum ersten Mal jetzt was gehört, muss ich dazu sagen. Ich meine, ich habe mich auch grundsätzlich nicht groß mit den Positionen da beschäftigt. Ich weiß nur, gut, die sind so ungefähr wie die AfD, die Schwedendemokraten. Ich würde sogar sagen, dass mittlerweile die AfD rechter ist als ja, die wahrscheinlich, ja. Ja, gut, okay. Und grundsätzlich freut mich das natürlich zu sehen, dass rechte Kräfte auch in Schweden, weil da ist es tatsächlich so, dass eine rechte Regierung jetzt nicht ein Problem für uns darstellen würde, sehe ich jetzt mal, im Gegensatz zu halt sowas wie Italien oder Frankreich oder was weiß ich. Ja. Oder Polen. Polen. Also, übrigens, ja. Ich sehe das gerade. Gazprom Deutschland hat gerade getweetet, ja. Dass man auch immer noch über Nord Stream Gas schicken kann, meinst du? Ja, sie, nee. Achso, wir haben noch gar nicht über Nord Stream gesprochen, ne? Ja, aber sie schreiben, Druck in den beschädigten Nord Stream Pipelines hat sich stabilisiert. Der Druck in dem Strang A der Gaspipeline Nord Stream 2 und in den beiden Strängen der Gaspipeline Nord Stream 1 hat sich mittlerweile stabilisiert. Momentan strömt aus den Lecks kein Gas mehr aus. Gazprom arbeitet aktuell daran, den Druck im Strang B der Pipeline Nord Stream 2 zu senken. Zu diesem Zweck entleert der Konzern die Rohrleitung, die mit Erdgas befüllt ist. Dies soll es ermöglichen, den Strang B auf Unversehrtheit sicher zu prüfen, sowie eventuelle Umweltrisiken bei möglichen Gasentweichungen zu mindern. Sollte eine Entscheidung getroffen werden, Gaslieferungen durch den Strang B der Pipeline Nord Stream 2 jedoch aufzunehmen, ist es aus technischer Sicht nun möglich, Erdgas nach der Untersuchung des Systems im Hinblick auf Unversehrtheit in diese Pipeline erneut einzuleiten, falls solch eine Möglichkeit aber seitens Aufsichtsbehörden bestätigt sein wird. Ja, okay. Gut. Ja, sehr schön. Ist der Schabernack passiert. Ich sehe gerade ein ekelhaftes Video von der Wiesn, wo so ein Typ so... Das heißt, du hast ein normales Video von der Wiesn gesehen. Genau, richtig, ja, wo so ein Typ so irgendwie so Bier aus irgendeinem komischen Auffangbehälter aufsammelt und das in die Maas schüttet. Wenn die was... Ist ja egal. Jedenfalls, Stichwort Nord Stream, klar. Also... Ja, es waren entweder die Polen oder die Amis, das ist relativ Ich gehe davon aus, dass die Polen uns das Gas klauen wollten aus dem Loch, ja. Nee, aber gut, ich meine, dass da der Konsens ist, dass da irgendwie halt das eher eine US-Sache wahrscheinlich war, als im Gegensatz zu dem, was alle möglichen Medien verbreiten, dass es Putin wäre. Ich meine, Ja, das ist wirklich auch wieder so ein Test irgendwie der Dummheit der Leute. Also ich meine, man kann ja in diesem Krieg, also ich meine, wir sind ja sowieso die nationalen Neutralisten im Moment, die irgendwie, also sowohl gegen dieses, ja, bei Azov-Schwanz lutschen als auch bei Putin-Schwanz lutschen Lager sozusagen stehen. Sind da ja klar, man muss halt einfach mal die Fakten, wie du sagst, der Idiotentest, man muss halt einfach mal so erkennen, wie es ist, ja. Also, ja.
Thank you USA postet dann irgend so ein Mitglied des Europaparlaments, so ein polnisches. Der ehemalige polnische Außenminister, das darf man nicht vergessen. Also das ist nicht nur irgendjemand, sondern das ist bis 2015 der Herr Sikorski war der Außenminister. Postet er so auf Twitter, dann Biden, der halt schon im Januar oder Februar, glaube ich, was gesagt hat. Wir werden dafür sorgen, dass Nord Stream, dass da kein Gas mehr fließt. Ja, sollte es irgendwie zur Eskalation kommen oder was weiß ich. Ja, was noch? So, dass es halt für Russland meiner Meinung nach keinen Sinn ergibt. Was bringt Russland das, diese Pipeline zu zerstören? Sie könnten ja auch einfach den Gashahn zudrehen, könnte, ist ja so eine plumpe Erklärung. Sie könnten den Gashahn zudrehen und sie könnten in ein paar Monaten wahrscheinlich von Deutschland Fantasiepreise verlangen, um der Gas wieder zu fördern, wenn sie es wollten. Richtig. Oder als noch dazu ist ja diese sind da irgendwelche Navy, US Navy Flotten dann in der Gegend gewesen, gerade zufällig zu dem Zeitpunkt, das kommt auch noch dazu. Und vor allem wurde ja einfach ein paar Tage später diese Polen-Baltikum-Pipeline oder was das war, eröffnet. So, warum haben sie nicht die zerstört, ja? Ja, eben. Also es ist einfach völlig schwachsinnig so. Ich meine, ausnahmsweise wird es diesmal nicht der Ukrainer gewesen sein, so, aber das wird auch diesmal, auch wenn das wahrscheinlich einige schon gehofft haben, nicht der Mossad gewesen sein, der es gemacht hat, aber kann stark davon ausgehen, dass es ja wahrscheinlich die Amis waren oder die Polen werden, glaube ich, nicht die einzigen anderen, die das also. Es gibt doch sogar hier diese Geschichte, also ich meine, die Flugrouten von verschiedenen auch Militärflugzeugen und was auch immer werden ja relativ öffentlich dargestellt. Also es gibt ja so Karten und so weiter. Und es gibt so eine Art US-amerikanisches Militärflugzeug, das halt tatsächlich gesteuerte Torpedos absetzen kann, die dann irgendwie innerhalb von 3 Fuß treffen. Und ja, das Ding ist da eben komplett nicht parallel, sondern genau das Gegenteil davon, also quasi quer, so ein 90-Grad-Winkel dazu, über die beiden Nord Stream-Leitungen geflogen. Genau zu dem Zeitpunkt halt. Ja, soweit ich gesehen habe, gab es dort wohl ein US-amerikanisches Militärflugzeug, was also von einem Flugplatz in Hinterpommern gestartet ist, dann halt einmal dorthin geflogen ist, dann sozusagen zum Auftanken wieder zurück auf den Flughafen und dann nochmal bei der zweiten Pipeline entlang geflogen wäre. Das hat ja auch gesehen. Das sind 100% kann man sich wahrscheinlich nicht sicher sein, ob es das war, aber das ist natürlich sehr verdächtig. Ist natürlich genauso, wie es also diese Gerüchte gibt, die höchstwahrscheinlich wahr sein werden, dass also US-amerikanische Flugzeuge da plötzlich vom Radar verschwunden sind und dann ein paar Tage später also wieder aufzutauchen. Ja. Das stimmt. Ich meine, da muss man halt auch jetzt mal sagen, krimineller Moment. Ja. Was halt die ich meine, wie genau das jetzt vonstatten ging und wer es war, sei mal dahingestellt. Ich meine, wer es war, sind wir uns relativ sicher oder einig in unseren Spekulationen, aber was eben die Konsequenz daraus ist, ist das Interessantere. Was wäre die Konsequenz, wenn es Putin gewesen wäre? Okay, gut, dann ist halt unser absolut dann, böser Erzfeind einfach nur weiterhin ein... Also, ich glaube, auch deshalb wird eben jetzt nicht offen, sage ich mal, gesagt, dass es Putin ist. Zumindest nicht von der NATO selbst. Weil das wäre ein Angriff auf das Hoheitsgebiet eines NATO-Staates. Also die Nord Stream Pipeline ist ja ein deutsch-russisches Kondominium sozusagen und das heißt ja, also eine deutsch-russische Operation. Das wäre dann ja faktisch Angriff auf zumindest das Eigentum eines NATO-Staates und es müsste dann Artikel 5 der NATO auslösen und das würde heißen Kriegserklärung gegen Russland. Und zwar aller NATO-Staaten gegen Russland. Das würde dann ja heißen, ja, letztlich komplette militärische Eskalation. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn das halt bedeuten würde, dass dann so die NATO- und UN-Truppen dann da quasi dann den Öllöchern da stehen und bei der Gasförderung und das dann wieder fließt, dann wäre das ja fast schon wieder erträglich. Aber ich glaube nicht, dass das passieren würde. Also wenn die Konsequenz daraus wäre, dass halt bei so einem Totalkrieg dann halt einfach Russland komplett platt gemacht werden würde, dann, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, das würde ja Deutschland auch nicht helfen, das vergessen dann mal wieder einige Leute. Das ist halt die Frage, ne? Also ich meine entweder... Ja, also ich meine, wenn wir jetzt die jetzige geopolitische Konstellation anschauen, dann braucht Deutschland einfach diese Vermittlerrolle.
Ja, also wenn es der eine Vorteil ist, den wir haben, dann ist es eben, dass es also im eurasischen Raum Mächte gibt, die also den totalen Anspruch der USA auf Welthegemonie eingrenzen. Und dann gibt es eben Mächte, die von dieser Lage profitieren. Also, ja, weiß nicht, Brasilien zum Beispiel kippt jetzt ja immer wieder hin und her zwischen halt auf der einen Seite BRICS-Staaten und auf der anderen Seite eben Bündnis mit den USA traditionellerweise. Oder Frankreich macht das ja auch immer mal wieder. Macron hat ja nicht umsonst diese Vermittlerrolle auch jetzt in letzter Zeit wieder eingenommen mit Moskau und so weiter. Und das ist eigentlich also primär in Europa Deutschlands Rolle. Dass man auf der einen Seite gefährdet ist durch diese Mittellage traditionell, zwischen der Landmacht im Osten und der Seemacht im Westen. Und natürlich in anderen Staaten wie Polen und so weiter, die es auch ausnutzen wollen, in Italien. Aber das ist dann eben auch der Vorteil, dass man da eben sich als Zünglein an der Waage sozusagen Vorteile sichern kann. Da braucht es auch. Ja. Ja, gut. Aber ich würde das hier auch nochmal betonen wollen. Die Forderung aus diesem Anschlag, der höchstwahrscheinlich also auch von den USA ausgegangen ist, kann jetzt nicht sein, stumpf anti-amerikanisch zu sein. Mhm. Nicht, weil wir jetzt die Amis irgendwie groß mögen oder so. Nee, es ist natürlich nicht sehr nett, gerade in der Pipeline in die Luft zu springen, aber also jetzt... Wir sind halt, das ist halt das Stockholm-Syndrom, ja, wir haben halt keine Wahl, ja, wir sind auf unseren Erpresser, auf unseren Entführer angewiesen. Das Stockholm-Syndrom würde ja heißen, dass wir das also wollen. Aber das Problem ist halt, die USA haben im Gegensatz zu uns ein funktionierendes Militär. Der Militäretat wird dort jedes Jahr sozusagen erhöht. Bei uns, naja, also in den letzten Jahren war es nicht so gut. Die haben Atomwaffen, die haben die geostrategische Ausgangslage, um im Moment halt unbestrittene Weltmacht zu sein. Und wenn man also eines aus der Geschichte lernen sollte, gerade als so eine Art ja Mittelmacht oder Großmacht im Spee, wie es die Bundesrepublik tatsächlich wieder sein könnte, wenn wir nicht sozusagen mutwillig und wahrscheinlich auch vom Ausland gefördert unsere Politik in den letzten Jahren an die Wand gefahren hätten, dann ist es, dass man den absoluten Hegemon im Moment nicht wirklich so stark verärgern sollte. Dafür sollte man dann erstmal die militärischen, wirtschaftlichen und sonstigen Kapazitäten aufbauen, damit man für diese Konfrontation dann auch in einer guten Ausgangslage ist. Aber deshalb würde ich mich jetzt auch gerade von Seiten von gewissen Nachwuchspolitikern nicht in meinem Anti-Amerikanismus überstürzen. Ja. Da kann ich dann eben nur empfehlen, wie ich immer Spengler empfehle, ja, lest mal die politischen Pflichten. Du machst jetzt einen auf Realpolitik sozusagen, muss man dazu sagen. Dass, ja, die Leute sollen mal den Text politische Pflichten der deutschen Jugend lesen, weil die genau in solch einer Lage entstanden sind. Sind in der, also in genau der, also fast der gleichen Ausgangslage entstanden, nämlich in einer Zeit, in der sozusagen Anfang 1924 politische Unruhen im Land gerade waren und gleichzeitig also es nicht lange her war, dass die Franzosen einfach so im Ruhrgebiet einmarschiert sind. Grundlos faktisch. Ja. Nur um halt ihre Stärke zu demonstrieren und halt ihre geopolitische Ausgangslage auf Kosten Deutschlands sozusagen. Und uns natürlich zu demütigen. Ja, und uns zu demütigen. Und das sollen die Leute einfach mal lesen, weil er eben genau den Leuten rät, jetzt. Also nationale Politik funktioniert nicht, wenn das ein einziger Fanfarenzug ist oder im Zweifel zu heute würde man wohl nicht mehr von Orden und Abzeichen und Uniformen sprechen, sondern von der, weiß ich, von der Banneraktion oder was auch immer so. Läuft ja letztlich aufs Gleiche hinaus, sondern das ist eben abwarten, den richtigen Moment abwarten, um die richtige Politik zu fahren, nichts überstürzen. Ich meine, der Fehler unserer Außenpolitik in den letzten beiden Weltkriegen war ja auch, dass wir also Regierungen hatten, die unbedingt also Sachen überstürzen mussten, vor allem im Zweiten Krieg. Also dass man keine längerfristigen Planungen hatte, dass man keine dass man lieber auf den schnellen Effekt gehofft hat, anstatt dass man das mal vernünftig angeht. Und das, also wollen wir uns das wirklich noch ein drittes Mal erlauben, so dass Deutschland dann komplett im Arsch ist und so aufhört zu existieren? Also das ja, wäre jetzt nicht gerade so. Das ist mein Traum, damit es ja endlich vorbei ist, das Leiden. Aber was genau ich sagen wollte, ja klar, das ist halt so ein bisschen sehr, ich sag jetzt mal realpolitischer Ansatz, aber weil du gerade gesagt hast von Nachwuchspolitikern, was auch immer, in der Opposition, das ist, so funktioniert halt irgendwie auch letztendlich irgendwie Oppositionsarbeit. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber dahingestellt, aber man riecht sich halt einfach über irgendwas auf und sagt, poltert dann so ein bisschen rum quasi.
Und ja, aber, halt aber das, also gerade in der jetzigen Situation, offenen NATO-Austritt zu fordern, ist halt dumm. So, weil wir wissen halt auch nicht, wie die Umstände jetzt bald sein werden. Und ich meine, so wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst so die Opposition beschattet, so, dann will ich nur mal feststellen, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst von den amerikanischen Geheimdiensten aufgebaut ist und dass es ja nicht mal einen amerikanischen Geheimdienst braucht, um sozusagen auf Twitter nachzulesen, was für tolle Thesen dort von der deutschen Rechten verbreitet werden. Ich würde da einfach nur da zur Vorsicht raten, gerade was so, also ich meine, so gerade wenn man halt immer lautstark betont, was für ein Verbrecherregime dort in den USA herrscht oder schon immer geherrscht hat, so da gibt es ja auch verschiedene Lager der Frage und wie schnell sozusagen die USA dann auch bereit wären, sozusagen solche Fragen militärisch zu lösen, dann will ich den Leuten, die also in einer theoretischen AfD-Regierung in 20 oder 10 Jahren sitzen wollen, dann dazu raten, sich da bei dem Thema ein bisschen zurückzuhalten. Also... Ja gut, klar, das mit der Militärreaktion ist ja sowieso auch ist ja sowieso bekannt, dass die also da, dass sozusagen der Finger am Abzug der Amis juckt, ja. Ja gut, haben wir das eigentlich auch mal besprochen. So einigermaßen. Dann haben wir noch auf der Liste stehen die andere Wahl von einem Rechtspopulisten, beziehungsweise keinem Rechtspopulisten, nämlich Brasilien. Ist jetzt nicht das brisanteste Thema, vor allem nicht für uns als Deutsche. Aber wir schneiden es auf jeden Fall mal an. Ja, ich finde immer noch sehr zwiegespalten, ob Bolsonaro putscht, wenn er nicht hier neu wiedergewählt werden sollte. Möglich wäre es, vor allem, weil er ja selber gesagt hat, er würde die Wahl nicht anerkennen, würde er verlieren, so ungefähr. Und wäre es nur konsequent. Ja. Ich meine, Bolsonaro ist ja auch so ein bisschen so der, weiß nicht, der... Er wird ja auch von Trump irgendwie... Trump der Tropen oder sowas mal genannt oder so. Ja, er ist halt auch, ja klar, passt ja auch eigentlich vom Charakter her, wie auch immer her. Er ist wohl auch wahrscheinlich der mächtigste Deutsche, der im Moment am Leben ist, so, weil ja. Er deutsche Abstammung ist. Ich weiß nicht, ob der deutsche Präsident. Sozusagen das Beispiel von Donald Trump da auch vielleicht dazu führt, dass eben gesehen wird, also okay, also da wird es eine Verschwörung geben, um mich davon abzuhalten, nochmal sozusagen als politischer Mandatsträger, gerade im höchsten Staatsamt von Brasilien aufzutreten. Ob dann da nicht der Wille sozusagen entsteht, dass man im Zweifelsfalle sagt, dass also die Legitimität dieses Urteils einem scheißegal ist und dass man sich jetzt also auch das höchste Regierungsamt mit allen verfügbaren Mitteln zu beschaffen, also weiß, weil es eben bei Trump eben nicht, obwohl ja die Wahl, so wie man es Stop von außen beurteilen kann, jetzt gerade nicht die sauberste war und wohl doch, naja, ich weiß ja nicht, ob das immer noch von YouTube so stark zensiert wird, also das kann sich jeder selber denken, dass man eben aufgrund der Erfahrungen, die Trump gemacht hat, sozusagen da dann das nicht anerkennt. Also auf Wikipedia steht, er ist Italiener. Ja, er soll deutsche und italienische Vorfahren haben. Norditalien, ja. Keine Ahnung. Ah ja, Väter. Ja gut, er ist halt so deutsch wie die ganzen Amis, die sagen, sie sind Deutsche, ja. Der andere Urgroßväter, väterlicherseits war ein deutscher Einwanderer, ja. Karl Hinze übrigens. Tobias Ludlow. ja, jedenfalls. Keine Ahnung. Ich soll dir übrigens soll ich fragen, ob du dumm bist, weil du dein Mikrofon nicht angeschlossen hast, gerade von einem Zuhörer. Und ich habe, so, genau, ich habe von mir einen. An dem einen Zuhörer, der in deiner Gewerkschaft der Mikrofonnerver ist. Richtig. Ja, von dem einen. Das ist halt jeder. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, dass Torben. Tor. Die nächste Folge einfach mal komplett ohne Mikrofon. Auch so ohne Telefon. Dann, weißt du was? Schauen wir doch mal, was die Leute dann so sagen. Was da, also ich wurde das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in der Folge gesagt habe, nur im Vorgespräch. Ich wurde letztens bestärkt darin von einem Zuhörer, den ich aus dem echten Leben kenne. Das sagst du permanent, ja. Das sagst du schon seit 100 Jahren. Das wird schon seit 100 Jahren dieselbe Person sein.
Ja, übrigens, das hatte ich zu Anfang, weil der Moment nicht gekommen, das zu machen, aber Grüße gehen raus an einen gewissen Dr. Phil, der gerade zuhört. Phil von Flack. Okay, nein, ein Dr. Phil, ja. Der ich vergiss es. Betreffende weiß, wer ich. Ich wollte übrigens auch sagen, dass das Tor in Torben für Tor steht. Ja. So. Ja gut, okay, aber weiß nicht, wie gesagt, Brasilien ist jetzt nicht so der Staat, der für uns so von Interesse ist. Ich meine, klar, ich würde jetzt auch lieber auf Bolsonaro oder das Bolsonaro. Auch interessant. Also einigermaßen zumindest, weil sich die Sozialisten dort natürlich eher an China und Russland orientieren als an den USA. Wenn Bolsonaro zumindest während der Regentschaft oder Präsidentschaft von Trump sehr stark pro-amerikanisch natürlich war. Und das mit dem BRICS-Engagement, was ja, glaube ich, auch so eine Idee der Sozialisten damals war, sich sehr stark dort zurückgehalten hat. Also da wird es dann interessant sein zu sehen, gerade wenn der... wenn der korrupte sozialistische Präsident dort wiedergewählt werden sollte, ob dann also die Orientierung wieder stark in Richtung Russland geht. Ja, ist die Frage. Ich meine, also Ergebnis ist, dass halt keiner von beiden sozusagen, es gab wohl drei Kandidaten oder noch mehr, keiner von beiden 50% hatte. Und das ist jetzt also in die Stichwahl geht zwischen Bolsonaro und diesem linken Typen. Ach so, wo der, wir jetzt schon der, bei der übrigens sind, ein bisschen mehr Stimmen hatte vorher schon. Wo wir jetzt schon bei Drittweltländern sind, in Österreich wird er auch bald der Präsident gewählt. Ja, genau, dachte ich auch gerade dran. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass jeder, der nicht Rosenkranz wählt, glaube ich, ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren hat, unter den österreichischen Zuhörern. Weil achso, ich wollte VDP wählen eigentlich. Ja, gut, ja. Der wird Richard ja auch von Schwarzenegger empfohlen. Also. Achso, ja gut, aber Schwarzenegger ist halt nicht mehr cool, ja. Ja, auf jeden Fall, also, weil... groß wird es auf keinen Fall werden, auch dieser, wer heißt der nochmal, Valentin irgendwas, oder Nachnamen Valentin heißt der, glaube ich, also nicht unser Valentin. Ich kenne nur Karl Valentin. Kann sein. Der wird es auch nicht werden und den Rest kann man sowieso vergessen. Und wer MFG wählt, hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. MFG klingt halt also wie wählt, mit wählt freundlichen einfach, Grüßen. Wählt einfach, genau, ja. Also, ja, halt FPÖ wählen, was ist denn das wählt, für eine Frage? Wählt halt FPÖ so, gerade wenn ihr Ösis seid, so die FPÖ ist im Vergleich auch zu dem, was in der AfD zugeht, sind das paradiesische Zustände, im Vergleich auch zu dem, was bei der AfD im Programm steht, sind das paradiesische Zustände. Man unterstützt da nur die richtigen Leute im Moment, also gerade seitdem Kickl dort so fest im Ruder sitzt. Das BZÖ ist tot, das MFG ist pro Einwanderung, so, wählt einfach FPÖ, so einfach ist es. Wählt einfach den scheiß FPÖ-Kandidaten. Und wenn der FPÖ-Kandidat schlecht ist, dann bringt euch in eurem scheiß Landesverband ein, damit gute FPÖ-Kandidaten an die Macht kommen. Mhm. In den Landesverbänden. Und hoffentlich dann bald auch in den Ländern selbst. Ja, ganz klar. Gut, okay, das ist ja, klar. Gut, es sollte Usus sein, aber ich weiß auch nicht, warum jetzt unbedingt, also ich meine, Jörg Haider ist jetzt seit 14 Jahren tot und trotzdem muss dann noch, also Gerald Gross ist zwar nicht nominell BZÖ-Kandidat, aber de facto ist er der BZÖ-Bundespräsidentkandidat. So, warum muss diese Feindschaft, die irgendwie so, also fast 20 Jahre alt ist, zwischen FPÖ und BZÖ dort noch ausgetragen werden? Ja klar, ist halt. Das können die auch einfach mal lassen so. Es gibt eine nationalfreiheitliche Partei in Österreich, das FPÖ, seitdem Haider tot ist. So, dann ist es auch mal gut. Mhm. Ganz klar. Okay, dann würde ich sogar sagen, dass wir eigentlich alle Themen abgearbeitet haben soweit. Und dass wir, denke ich, vielleicht einfach noch einen Kommentar das nächste Mal einfach zur Brasilienwahl abgeben oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ich denke, damit sind die Leute jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Was ist, sonst ist ja nichts passiert in der Welt, ja. Nichts, was uns interessieren würde. Außer, dass wir bald alle keine Podcasts mehr produzieren und hören können, weil wir keinen Strom mehr haben, ja. Vielleicht machen wir dann so, wenn wir alle obdachlos sind, halt unter der Brücke einfach mal so einen Real-Life-Podcast oder so. Dann redet man mit sich selbst, so. Nee, ich dachte, wir machen dann ein großes Fan-Treffen. Weil die Initiative Zusammenrücken Mitteldeutschland
hat ja genau das im Sinn, dass man eben zusammenrückt, um sich Für das große DSL-Fan-Treffen, oder was? Gegenseitig mit körperlicher Wärme über den Winter zu bringen, dachte ich. Ach so. Naja. Ja, im Moment ist ja quasi das große DSF-Fan-Treffen so weit wie das MCB-Fan-Treffen in Hamburg, Das kenne ich wer jetzt die nicht. Anspielung versteht. Ich meine, ja. Ja gut, Fan-Treffen. Ich weiß, ich habe auch gar kein Bedürfnis danach, so, also, Nee, keine Ahnung. natürlich nicht. So. Ich sehe unsere Fans schon oft genug im echten Eben, Leben, leider. das ist ja das Ding, was ich gerade sagen wollte. Ist so, eigentlich ist jede Veranstaltung ein Fan-Treffen. Ich wurde neulich auch wieder im Real Life dafür darauf angesprochen, wann denn die nächste Folge erscheint, ja. Ja, das sind immer die nervigsten Leute. Grüße an. Wir können ja nicht mal was dafür, das liegt ja alles an dem faulen Ausländer. Ja, Grüße an Alex an der Stelle. Hier hast du deine nächste Folge. Ja, jetzt geht es ja wieder ein bisschen bergauf, glaube ich, weil wir jetzt einen neuen fleißigen Ausländer haben. An dieser Stelle nochmal Grüße an den neuen fleißigen Ausländer. So. Nee, keine Ahnung, ansonsten hat auch jemand was zu sagen, wenn nicht, beenden wir das Gespräch, oder? Ja. Ah, reicht ja auch wieder mit 2,5 Stunden, was ich hier gerade so Ja. sehe. Mit knapp Dann 2,5 Stunden. bis nächstes Jahr. Ja, das reicht dann wieder für die nächsten 2 Wochen. Nee, tatsächlich haben wir ja sogar vor, kleiner Spoiler sozusagen, wir machen dann noch wieder so eine Special-Folge zum Thema ja, Kino sozusagen. DSF Kino haben wir doch sogar Yes. zwei Folgen geplant Haben wir 2 Folgen eigentlich. geplant, aber die eine ist ja die nächste, was wir aufnehmen wollten. Man muss ja auch dazu sagen, eigentlich habe ich ja vorgehabt, einfach jetzt so ein neues Intro-Lied zu machen, weil wir jetzt ja quasi offiziell in der dritten Staffel sind, sozusagen, nachdem wir wieder Achso, eine dann längere nimm doch Pause einfach, hatten. können wir nicht wieder hier Retro-Rebell bezahlen, damit er uns für 200 Euro so die Better Call Saul Musik Ja, als eben, ja, DSF-Musik machen will? das habe ich ja vorgehabt eigentlich, ja. Wir sind noch in der Aufnahme, oder nicht? Alf, ja, wir sind noch in der Aufnahme. Geil, geil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Alfred hat ja was, weil wir müssen ja auch mal dazu sagen, dass es auch ein Lebenszeichen von Alfred noch gab, hat er gesagt, er würde sich eventuell darum kümmern, aber eigentlich ist es auch schwachsinnig, sich darauf zu verlassen, ja. Ja, er wurde mittlerweile von serbischen Nationalisten in Srebrenica festgehalten. Ach so. Ja. Von Niko Bellic. Von Nikolai Alexander. Ja, der wird auch festgehalten, glaube ich, aber vom Verfassungsschutz. Ja, oder von der albanischen Mafia. Ja gut, das ist ja beides legitim. Alles klar, jetzt langsam, langsam wirklich. Tschüss. Ciao.